um die Meisterschaft und gegen den Abstieg. Die Zielsetzung zweier Trainer, die so unterschiedlich sind wie die beiden Vereine, der FC Bayern München gegen den MSV Duisburg. Am 23. Spieltag das tierische Gipfeltreffen. Die Zebras wollen heute dem Kaiser und seinen Bayern die Punkte abjagen. Hallo und herzlich willkommen aus dem Münchner Olympiastadion. Ja, und wer uns hätte erzählen wollen zu Beginn der Saison, dass dies heute das Topspiel ist, den hätten wir in eine Zwangsjacke gesteckt. Der MSV, der Tabellenerste, zu Gast bei den Bayern, die heute Spitzenreiter werden wollen. Ein ganz normales Spiel? Nein. Aber wer ist schon der MSV Duisburg, fragt sich zumindest der Trainer des FC Bayern, Kaiser Franz. Sie haben die Schluckimpfung neu erfunden, Ihren Spielern zuckersüß jeden Tag etwas mehr Selbstbewusstsein eingeimpft, ohne Widerworte. Wie haben Sie die Mannschaft mental auf das Treffen heute vorbereitet? Ja gut, nicht nur mental, sondern auch fachlich darauf vorbereitet. Wir wissen, was die Duisburger können. Sie stehen nicht umsonst an der Tabellenspitze. Sie sind eine sehr kompakte Mannschaft, die voller Spielfreude ist, die auf Konter spielt. Da sind sie prädestiniert mit dem Kötzle, mit dem Weidemann da vorne. Und da müssen wir uns halt darauf einstellen. Natürlich wissen wir, dass wir die bessere Mannschaft sind. Aber wir müssen das natürlich auch auf dem Platz unter Beweis stellen. Sie haben gerade den jungen Spielern dieses Selbstbewusstsein noch eingeprägt. Spieler wie Nerlinger oder Frei oder Münch haben mir gesagt unter der Woche, wenn der Franz die Mannschaftsrede hält, da geht es einem durch und durch. Na gut, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nur feststellen, dass Sie zuhören. Das ist wichtig. Sie haben sich entschieden heute nach der Verletzung von Michael Starnkopf für die Umsetzung der beiden Stürmer, nämlich Bruno Labbadia wird neben Adolfo Valencia spielen oder umgekehrt Valencia neben Bruno Labbadia. Warum diese Variante? Ja, wir versuchen einmal die Variante jetzt wieder mit zwei Spitzen. Die mit der einen Spitze hat in Leipzig ganz gut geklappt, gegen den VfB weniger. Ich meine, nachdem die Duisburger ohnehin ein übervölkertes Mittelfeld haben, wenn wir dann auch gleichziehen und den Marcel Wittecek ist ja auch mehr ein offensiver Mittelfeldspieler. Und so glaube ich, dass wir vielleicht mehr Räume kriegen oder mehr Anspielstationen haben mit zwei Sturmspitzen. Mal schauen, wie es ausgeht. Wie sitzt denn bei Ihnen innen drin auch so kurz vor dem Spiel? Eine gesunde Anspannung oder sind Sie unheimlich gelassen und sagen, gut, also schauen wir mal? Nein, so kann man, glaube ich, das nicht abtun. Natürlich die Anspannung da, das muss auch sein, um Leistung zu bringen. Ich habe ein bisschen, nicht Sorge würde ich sagen, aber diese gewaltigen Temperaturunterschiede in dieser Woche von minus 15 auf plus 15. Wir haben Föhn in München und da hoffe ich, dass wir das doch etwas besser überwinden können. Denn man weiß ja, wenn in München Föhn ist und die Bayern spielen, dann haben wir große Probleme und ich hoffe, dass es heute nicht der Fall ist. Was werden Sie, Franz, gleich der Mannschaft noch sagen, wenn Sie reingehen? Sind Sie ein Mann, der vor dem Spiel, kurz vor dem Spiel nichts mehr sagt? Oder werden Sie eindringlich noch mal ein paar Worte an die Mannschaft richten? Ja, natürlich das Übliche. Die Hausaufgaben müssen getan sein. Die Einstellung ist da, jeder weiß Bescheid, mit wem er es zu tun hat, was er selbst zu tun hat. Da hat man ja die ganze Woche Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Jetzt gibt es nur mehr ein paar aufmunternde Worte. Wir haben auch vorher beim Rausgehen, hat noch jeder noch mal meine Meinung mitbekommen. Und das ist so, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Es hat jetzt gar keinen Sinn, noch große Reden zu halten, weil es hört ohnehin keiner mehr zu. Herzlichen Dank, Franz Beckenbauer. Wir haben Ihnen gerne zugehört. Jetzt geht's ab zur Mannschaft. Und wir haben uns in dieser Woche beim FC Bayern natürlich gut umgeschaut. Seit Mittwoch sind wir schon in München und wir haben ein wenig thematisiert. Die Pechvögel und die Glücksbilze beim FC Bayern München. Dieter Frey und Michael Starnkopf. Ausgelassen, die jungen Bayern-Star drei Tage vor dem Schlager gegen den MSV Duisburg. Michael Starnkopf und Markus Münch. Die Rebeck-Eiszeit ist vorbei. Eislaufen unter Kaiser Franz, die aktive mentale Vorbereitung. Michael Starnkopf ist noch guter Dinge, ahnt noch nicht, wie schmerzlich die Woche für ihn enden wird. Noch träumt er vom Durchbruch unter Franz Beckenbauer und solchen Toren, auch gegen den MSV. Seit 4 Jahren ist der Ex-Karlsruher bei den Bayern, bei Rebeck nur Ersatz, jetzt erste Wahl, alles läuft nach Plan. Aber dann, nur 24 Stunden später, Bänderriss im Sprunggelenk. Die 5. Verletzung seiner Karriere wirft ihn wieder um mindestens 4 Wochen zurück. Kein Abschlusstraining vor dem Gipfel gegen Duisburg, sondern wieder mal das übliche Aufbauprogramm. Momentaufnahmen eines Profis im Abseits. Ja, das wäre mehr meine Welt jetzt hier unten. Gestern noch unter den ersten 11, jetzt alleine mit den Kraftmaschinen. Der Übeltäter Thomas Radelschweck. Thomas kam her, hat sich gestern entschuldigt, hat gesagt, tut mir leid. Gut, ich meine, ich kann dir dafür nichts kaufen. Das
klar, dass ich sauer war oder bin, aber deswegen habe ich jetzt nichts gegen ihn persönlich oder. Frustration eines Profis. Sternkopf beobachtet die Kollegen, das baut ihn wieder auf. Auf der anderen Seite motiviert mich wieder, so schnell wie es geht, da unten wieder dabei zu sein. Weil mit dem Ball am Fuß ist es doch schöner wie die Gewichte hier. Noch 10 Tage Gips, dann Bewegungstraining und in einem Monat haben die Bayern-Fans ihren Sterni wieder. Szenenwechsel. Der Glückspilz, Dieter Frey. Er macht heute sein zweites Bundesligaspiel, steht erstmals im Olympiastadion im Rampenlicht. Peter, der sagt, es ist nicht schön, dass sich Leute für einen interessieren, der lügt. Und jeder, der sagt, er spielt nur Fußball, weil es ihm Spaß macht, der lügt mit Sicherheit auch. Das sind so die Dinge, die eine Rolle spielen. Also natürlich verdient man damit auch Geld und ziemlich viel Geld. Der Profi privat, Frey studiert BWL und Spanisch an der Uni München. 4 Jahre beim FC Augsburg, seit einem Jahr Profi bei den Bayern. Seine Stärke, der Zweikampf, seine Position, zentrales defensives Mittelfeld. Unter Beckenbauers Regie schaffte er den Sprung in die Stammelf. Sportlich und wirtschaftlich erste Sahne für die Bayern. Je mehr junge Spieler bei uns spielen, desto wertvoller wird das gesamte Kapital des Vereins. Und vor allen Dingen, umso leichter wird es in Zukunft, junge Spieler anzusprechen, weil man verweisen kann auf Beispiele wie Ziege, wie Münch, wie Frey jetzt, wie Radelsbeck, wie Hamann, dass es auch beim FC Bayern relativ möglich ist, als junger, unbekannter Spieler in die Mannschaft zu kommen. Gelassen also können die jungen Profis ihrer Bayern-Zukunft entgegensehen. Nur eins sollten sie immer bedenken, vom Glückspilz zum Pechvogel ist es nicht weit. Kraftakt, den der Michael Sternkopf vollbringen muss, um in knapp 4 Wochen wieder dabei zu sein im Team des FC Bayern München. Ein Kraftakt, den hat wahrlich auch der MSV Duisburg in dieser Saison vollbracht. Sie stehen mit negativem Torokonto als erste Bundesligamannschaft an der Spitze der Tabelle. Der letzte Sieg des MSV vor 26 Jahren und dann gab es ein 4:0 hier für die Zebras im Olympiastadion. Das wäre natürlich heute ein Traumergebnis. Thomas Bender war unter der Woche in Duisburg, hat Planungen für die nächste Saison mit beobachtet. Peter Kötzle, wird er bleiben? Jürgen Rollmann, der Keeper, wird auch er bleiben? Diese Fragen beantworten wir Ihnen in unserem Stück des MSV Duisburg. Denn der ist derzeit im Ruhrpott Gesprächsthema Nummer 1 überall. Eigentlich stand ja Geschichte auf dem Stundenplan der 7B. Doch seit der MSV in der Bundesliga Spitze ist, ist auch an der Hauptschule Westender Straße im Duisburger Arbeiterviertel Meiderich so manches anders geworden. Wen interessiert noch Cäsar oder Alexander der Große? Helden der Neuzeit sind jetzt angesagt. Und die heißen Ferry, Hannes, Ewald oder Peter. Drei Punkte fehlen zum Saisonziel Klassenerhalt und endlich kann der MSV mal frühzeitig für die neue Saison planen. Eine Situation, die wir in den letzten Jahren nicht sehr häufig hatten. Wir sind immer zwischen Oberliga und Zweiter Liga oder Zweiter Liga und Erster Liga hin und her gependelt und dann muss man immer zweigleisig planen. Ich hoffe, dass wir in Kürze sicher sein können, wo wir im nächsten Jahr spielen. Dieter Fischtig rechnet schon Duisburgs Chefeinkäufer und seine Philosophie. Wenn man also meint, man müsste die Mannschaft noch auf mehreren Positionen verstärken, dann kann man nicht für eine Position mehrere Millionen ausgeben. Wenn man, sagen wir mal, 3 Millionen zur Verfügung hat, dann muss das im Grunde das auch sein, wo man damit hinkommen muss. Und dann kann man nicht auf einen Spieler die 3 Millionen ausgeben und man weiß genau, man ist auf anderen Positionen unter Umständen schwächer besetzt als im Sturm. Eine der 3 Millionen für Investitionen hat der MSV bereits verplant, denn Duisburg will Peter Kötzle, bisher nur ausgeliehen, unbedingt halten. Doch beim Gehalt droht Ärger, die Ansichten gehen auseinander. Der MSV hat eine Option, wenn sie die einlösen, dann denke ich, werden sie auch mit mir reden und vielleicht einigen wir uns dann auf eine weitere Zusammenarbeit. Wir machen also bei einer Option, wie gesagt, eine eindeutige Option zu dem abgebenden Verein hin. Da wird die Summe festgeschrieben, dann kostet der Spieler X, sagen wir mal, 1 Million oder 2 Millionen. Da kann uns also keiner mehr überraschen. Genauso machen wir aber auch einen Vertrag mit dem Spieler. Da heißt das, dass in der darauffolgenden Saison
verdienst du die Summe X oder Y. Und die wird auch schon vorher festgeschrieben. Ist also im Vorgänger schon ausgehandelt worden, was er im nächsten Jahr verdienen würde, in der nächsten Saison. Ich verdiene jetzt nicht viel und ich könnte vielleicht mehr Geld verdienen, wenn ich vielleicht den Verein wechseln würde. Aber für mich sind andere Dinge entscheidender. Wenn Sie so mir ein bisschen entgegenkommen, ich will nicht Millionär werden hier, sondern ich möchte ein bisschen was auf die Seite legen können. Ein Kompromiss ist in Sicht. Nach Premiere-Informationen will der MSV freiwillig Kürzungsbezüge anheben. Und noch eine gute Nachricht, auch Torwart Jürgen Rollmann bleibt weiter an der Wedau. Wir haben zweimal gesprochen jetzt und haben uns vertagt auf die nächste Woche nach dem Spiel jetzt München, auch nach Beendigung der ISPO in München, der Sportartikelmesse. Da müssen noch so zwei, drei kleine Organisationsdinge geklärt werden. Und ich denke, dass wir in der kommenden Woche auch den Vertrag dann perfekt machen. Also das waren sie, die exklusiven Informationen meines Kollegen Thomas Bender, der unter der Woche in Duisburg war. Eine tolle Mannschaft mit tollen Fans, dieser MSV Duisburg. Und die Mannschaft ist ja mit dem Bus angereist. Knapp 700 Kilometer haben sie zurückgelegt, um heute hier in München live auf dem Rasen dabei sein zu können. Die Fans, für die wurde sogar ein Flieger geschartert. Und sie sind natürlich auch zahlreich angekommen. Und vor so einem Gipfel gibt es natürlich, liebe Zuschauer, immer eine tolle Stimmung. Wenn sie hier im Stadion stehen, dann kribbelt es rauf und runter. Und dazu haben wir jetzt mal in die Fankurven unsere wortgewaltigen Reporter geschickt. Christian Sprenger und Thomas Bender. Glauben Sie nicht, dass ich mich verkleidet hätte, meine Damen und Herren, oder Karneval verpasst hätte. Nein, das ist Pflicht. Anders wäre ich hier nicht reingekommen. Die Jungs hätten mich nicht reingelassen. Rund 3000 Fans sind mitgereist von der Wedau hier nach München. Einer von ihnen ist André. André, mit dem Flugzeug gekommen, wie viele hier, oder mit dem Bus? Mit dem Bus. Ich schätze so 50 mit unserem Bus. Insgesamt vielleicht so 500. Wann ging's los? Heute Nacht? So um 18.30 Uhr. Also direkt nach der Arbeit gefahren? Ja. Super, wer ist heute Tabellenführer um 17.15 Uhr? Ja, ist ja kein Thema, oder? Ist nur der MSV. Also die Stimmung hier im Duisburger Block wirklich gut hier vor dem Anpfiff. Mal gucken, ob Christian Sprenger da mithalten kann. Natürlich kann ich mithalten, die Stimmung hier ist auch gut. Und hier gibt es sogar Sympathiekundgebung für die Duisburger, Helmut. Ja, mit Sicherheit. Ich finde, die Duisburger gehören in die Bundesliga und die Duisburger gehören auch in den UEFA Cup. Aber gegen Bayern verlieren sie. Und Sie wollten noch eine Liebeserklärung loswerden. Michael Starkopf, ich liebe dich. Und Sie wollten noch sagen, dass Sie Premiere-Abonnent sind, aber heute hier im Stadion bei... Ja, die Premiere ist gut, aber Stadion ist besser. Vielen Dank. Bayern München liebe ich auch, Juventus zur Wiederhebenfalls. Um mit den Worten von Christian Sprenger zu sprechen, zuerst war der Fan und dann das Fernsehen. Der direkte Vergleich dieser beiden Mannschaften, liebe Zuschauer. Zwischen dem FC Bayern und dem MSV Duisburg. 15 Siege, ein Sieg nur für die Duisburger, zwei Remis, 18 Spiele insgesamt und 4,2 Tore im Durchschnitt. Das wäre natürlich eine tolle Sache. In 17 von 18 Heimspielen gegen den MSV schossen die Bayern mindestens zwei Tore. Nur bei der einzigen Niederlage am 9.12.67 schossen sie weniger. In den letzten sechs Heimspielen gelangen sogar immer mindestens drei Tore. Der MSV Duisburg, so erfolgreich wie noch nie. Gegen den Abstieg wollten sie spielen. Ich glaube, diese Thematik darf man umformulieren. Sie dürfen vielleicht schon mitspielen um einen internationalen Rang, um die UEFA Cup Plätze. Das wäre natürlich toll. Und mein Kollege Rüdiger Gast hat sich mit dem Saisonverlauf des MSV beschäftigt und er findet, das ist alles märchenhaft. Jürgen Rollmann, Kapitän und Torhüter der Zebras, liest jeden Dienstagabend den Hörern von Radio Duisburg Märchen vor. Die Tabellenführung des MSV ist kein Wintermärchen, sondern Fakt. Doch der Reihe nach, der Aufsteiger begann erfolgreich, landete nie unter Platz 10 in der Bundesliga-Tabelle. Erster Höhepunkt, der fünfte Spieltag. Hier noch einmal der schönste Treffer des Tages, das 5:1 durch Stefan Böger. Doch Bescheidenheit blieb Trumpf beim MSV. Aber deswegen dürfen wir trotzdem den Blick für die Realität nicht verlieren. Wir spielen gegen den Abstieg und morgen früh um 7:30 sitze ich wieder in der Apobank und verrichte meinen Dienst. Falsch gedacht, Herr Schmidt. Duisburg blieb trotz schwankender Leistungen ständig auf UEFA-Cup-Kurs. Kurios. Erst am 12. Spieltag gewann der MSV sein erstes Heimspiel in dieser Saison und stürzte damit den damaligen Tabellenführer Eintracht Frankfurt das goldene Tor durch Michael Preetz. Der Zickzackkurs hielt weiter an.
Wenn die Duisburger verloren, dann recht deutlich. Am 20. Spieltag gab es ein 0:4 beim VfB Stuttgart. Frustration bei Ewald Lien und seinem verlängerten Arm Jürgen Rollmann. Doch dann folgten zwei Siege und dann war es soweit, ein historischer Augenblick. Nach 20 Jahren war der MSV das erste Mal wieder Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Nicht zuletzt dank dieses Mannes, Peter Kötzle. Das Siegtor fiel in der 75. Spielminute. Die Märchenstunde des Jürgen Rollmann bleibt. Bleibt der MSV Tabellenführer? Das waren sie, die Vorberichterstattung zum Spiel Bayern gegen Duisburg. Unser sogenanntes Vorspiel. Jetzt kommt der Hauptakt in einem hoffentlich emotionsgeladenen, torreichen Spiel. Dafür haben wir für Sie einen gefühlvollen Reporter auf dem Platz. Ernst Huberti, viel Spaß. Das Topspiel der Woche wird präsentiert von Energizer Batterien. Ja, wenn man Gefühle hat hier in München in diesem Stadion, hat man Frühlingsgefühle. Es ist ein regelrechtes Frühlingserwachen und die Münchner haben gesagt, sie machen ihre Bierzelte und Biergärten auf, wenn es morgen noch so warm ist. 20 Länder sind angeschlossen, um dieses Spiel des Ersten gegen Zweiten zu sehen. Dieses frechen Aufsteigers, aber ich muss sagen, er war eigentlich immer nur frech auf dem Fußballplatz. Draußen nicht, draußen waren sie bescheiden und ruhig. Und ich will Ihnen direkt die Aufstellung dieser Mannschaft geben, die wir wirklich eine ganze Zeit lang jetzt schon bewundert haben. Die Duisburger Aufstellung verrät eigentlich nichts Wesentliches. Lienen versteht es ja gut, seine Spieler wie auf einem Schachbrett hin und her zu schieben. Was mir auffällt, ist, dass mit der Nummer 8 Azusi dabei ist. Das ist ein toller Vertrauensbeweis für ihn, denn er hat am vergangenen Mittwoch noch in Marokko für seine Nationalmannschaft gespielt, ist es am Donnerstag zurückgekommen und wird doch aufgestellt. Also das ist wirklich allerhand. Vorsicht ist geboten, natürlich, denn es ist eine konterstarke Mannschaft und da müssen die Bayern schon höllisch aufpassen. Was verrät uns die Aufstellung hier? Nun, Schupp ist nach der 5. gelben Karte gesperrt. Dafür ist mit der Nummer 8 Dieter Frey dabei, 21 Jahre alt, vor Wochen noch praktisch unbekannt. Das ist sein erstes Heimspiel hier, wenn man so will, in München. Sternkopf ist verletzt. Das tut Beckenbauers System ein wenig weh. Denn er wollte nur mit einer Spitze spielen, mit Labbadia ganz vorne. Aber das geht jetzt nicht mehr. Valencia ist in die Mannschaft bekommen. Er bekommt seine Chance. Und was sagt Beckenbauer ganz ironisch dazu? Vielleicht ist er aufgetaut. Das wäre ja gut möglich, dass er aufgetaut ist bei dieser wunderschönen Frühlingswitterung. Und das ist der Schiedsrichter Manfred Harder, den Sie da gerade gesehen haben, 46 Jahre alt. Und hier kommen die Bayern in rotem Dress. Ja, sie haben gehörigen Respekt vor dieser Duisburger Mannschaft, denn sie wissen, dass Bremen zweimal schlimm ausgekontert wurde und das soll ihnen auf eigenem Platz nicht passieren, so meinen sie wenigstens. Der Schiedsrichter Harder hier hat einen sehr ehrbaren Beruf, er ist Leiter des Bauverwaltungsamtes. Und dass er mit Leib und Seele Schiedsrichter ist, das zeigt sich, dass er ist auch als Hobby auch noch Schiedsrichter Lehrwacht und tanzt gerne. Schauen Sie sich die Figur an, Figur eines Tänzers. So wesentliche Dinge werden bei solch einer Platzwahl nicht gewechselt, das haben Sie gemerkt. Matthäus und Rollmann also waren die beiden Mannschaftskapitäne. Und jetzt wollen wir mal sehen, was sich passiert, ob der große Meister den kleinen Lehrling zurechtstutzt oder ob sie weiter so frech sein können, die Duisburger. Franz Beckenbauer sagte eben zu Eingangs unserer Sendung, also
sehr kalt lassen würde ihn das nicht. Wir wollten ihm an sich mal so ein Frequenzmesser anschnallen, Pulsfrequenz zu messen, aber das hat er dann doch nicht getan. Vielleicht würde man dann die Vulkanausbrüche sehen. Das will er dann doch nicht. So, die Bayern also von links nach rechts. Da versuchen sie jetzt eine Lücke zu finden und das Abwehrnetz der Duisburger ist dicht. Scholl. Scholl und Kötzle, das war der erste harmlose Zusammenprall. Was mich wundert hier im Stadion, also es ist nicht ausverkauft. Das heißt also, man traut diesen Duisburgern doch immer noch nicht so ganz. Nochmal, naja, die unsere Bayern werden die schon packen. Das haben sie immer wieder getan. Aber Vorsicht. Weidemann, der Blonde, an dem können sie sich festhalten, den werden sie immer wieder gut erkennen. Er trägt die Nummer 10. Geht mit in die Spitze, hier ist der Weidemann. Sie nennen ihn Heino, nennen sie ihn, weil er so blond ist. Er hört das gar nicht gerne, weil er den Sänger nicht sonderlich schätzt. Ja, wenn sie schneller ausführen würden oder könnten, die Bayern, dann hätten sie die Duisburger Deckung ein bisschen offener gehabt. Da ist also jetzt ein ganz ruhiges Aufbauspiel. Helmer. Scholl, Labbadia, Ziege, Jorginho, Labbadia, oh, da sind viel Blau-Weiße, Frei, hat er das schön gemacht. Ja, den muss Labbadia versenken, den Ball da frei. Haben Sie gesehen, wie schön er das gespielt hat? Der junge Mann, 21 Jahre, der von Augsburg gekommen ist, von dem Beckenbauer gesagt hat, also den hole ich gar nicht mehr aus der Mannschaft raus, so gut ist er. Weidemann. Jorginho gegen Ino, das ist absolut korrekt, dieser Pfiff von Schiedsrichter Harder. Also weil eben von Gefühlvollmacht gesprochen wurde, ist ein sehr sensibler Mann, der Harder. In dieser Bundesliga-Saison hat er noch keine rote Karte gezogen und auch noch keine gelb-rote. Ja, das sieht man. War nichts Schlimmes, aber immerhin. Rheinmeier, der österreichische Nationalspieler. Azuzi. Auf geht's mit Ziege. Aber etwas muss ich sagen, also ich habe mir die Duisburger in den ersten Minuten defensiver vorgestellt. Sie haben ja so schlechte Erfahrungen, immer wenn sie auswärts mal ganz frech waren und sofort stürmten, haben sie ihre Lektion bekommen. Valencia, erster Ballberührung. Ah, da gut gemacht. So, jetzt können wir auch gleich sagen, dass da Valencia es mit Hopp zu tun hat. Oh, mal sehen, da steht der etwas kleinere Hopp neben ihm. Wenn die Kamera gleich in die Mitte geht, werden Sie das sehen. So, Valencia springt hoch. Merlinger. Ja, ist eine Entfernung. Und da ist den Duisburgern das passiert, wovor sie unheimliche Angst hatten. Und wenn dieser junge Mann einen Ball auf den linken Fuß bekommt, Donnerwetter, was sieht das aus? Wie ein Strich
1:0. Das war die 8. Spielminute. Und all das, es war Nerlingers 8. Tor und all das, alles das, was die Duisburger sich vorgenommen haben, ist erstmal im Münchner Föhn verweht. 1:0. Jetzt müssen die Duisburger aufmachen und das werden sie auch tun. Man sieht es an ihrer ganzen Einstellung. Sie sehen, wie kompakt jetzt schon die Spieler im Bayern-Mittelfeld stehen. Weidemann. Ja, da müssen sie natürlich höllisch aufpassen, die Duisburger, dass sie hier in den frühen Minuten nicht unter die Räder kommen. Hier ist der Junge Frei wieder. Kreuzer. Und das sind so kleine Lockmittel, die die Bayern jetzt anwenden. Die wollen den Gegner aus der Deckung locken. Aber auf den Leim geht man natürlich nicht immer. Wieder Frei. Jorginho. Jorginho fühlt sich auch sichtlich wohl, dass es ein bisschen wärmer geworden ist. Nehmen wir an, der dunkle heute hier Valencia auch. Da ist er. Ja, es sind viele junge Leute auf der Spielerbank. Der Münch, der Hamann, der Zickler. Witeczek ist der erfahrenste von ihnen. Gospodarek, der Torhüter. Ja, da hat er Labbadia geschoben. Ja. Die Unschuldsmiene, wie schön zu sehen. So, Kötzler hat auch nicht viel Zeit zum Überlegen. So schnell sind die Bayern und so giftig am heutigen Tag. Beckenbauer scheint ihnen also das Richtige gesagt zu haben. So, Ball nach außen gespielt. Ich glaube, Hopp liegt. Ja, Hopp liegt am Boden. Hopp, der den Adolfo Valencia bewachen soll, während Wohlert, der Duisburger, sich mit dem etwas beweglicheren, listigeren Labbadia auseinanderzusetzen hat. Neihus ist auf der Bank, der Tote Celico, Vastic, Kroate, genau wie Celico, ist allerdings deutscher Nationalität. Dann Preetz, lange aufgeschossener Mittelstürmer, und Tarnat, das ewige Talent der Duisburger. Also viel Glück hatten die Duisburger ja hier in München noch nicht. Sie haben erst einmal hier gewonnen, in diesem Stadion in Punktspielen. Das war 1967, hier haben es dann direkt happig gemacht, 4:0. Aber dann lief es aber auch nicht mehr. So, und da ist der Hopp wieder. Der Hopp ist ein so energischer Kämpfer. Ich hätte mich gewundert, wenn der nicht zurückgekommen wäre. So, Labbadia und Wohlert. Scholl. Valencia. Ja. Aber der Valencia läuft. Anscheinend hat er begriffen, dass Fußball auch ein Laufspiel ist. Das war im Frühjahr nicht so ganz klar. So ist das Foulspiel von Ziege deutlich zu erkennen.
Valencia im Duell mit dem Schiedsrichter. Das sagt übrigens auch, 20 Grad Temperaturunterschied von Lüneburg nach Rier wären ihm ein bisschen viel. Naja. Frei auf der rechten Seite. Sehr selbstbewusst, muss ich sagen. Sehr selbstbewusst. Da hätten wir bald das zweite Tor gehabt. Auch wieder durch den guten Einsatz. Der Frey ist ein ganz, ganz hervorragender Fußballer. Ich kann mir vorstellen, dass Beckenbauer sich auf Anhieb in seine Spielweise verliebt hat. Hier ist er wieder. Er ist übrigens kein Amateur bei Bayern gewesen, ist als Profi gekommen, als Profi eingekauft worden. Für ein Westentaschengeld. Da ist er wieder. Ah, schön, Jorginho. Und jetzt Rheinmeier. Der Österreicher. Kötzle, bisher völlig zugedeckt von seinem Gegenspieler. Von Kreuzer, da gab es also gar nicht viel zu machen bisher für ihn. Das ist Ewald Lienen. Und Matthäus. Geht selten mit nach vorne, hat es auch noch nicht nötig. Da ist das Anspielpunkt. Ja, das Flügelspiel. Das ist es bei einer so kompakten Abwehr. Helmer frei. Jorginho spielt schön hier auf der rechten Seite, diesem Augenblick stärker als die linke, mit allem, was man, was dazu gehört. Und dann Erlinger. Freistoß 18 Meter. Azuzi hat ihn verwirkt. Liegt jetzt am Boden. Ja, ich glaube, es ist Azuzi. Da haben Sie den Zusammenprall noch mal deutlich gesehen. Da haben wir ja nur eine ganze Menge Spezialisten bei den Bayern, die dieses Foulspiel bestrafen könnten. Azuzi scheint wieder mitspielen zu können. Ja, geht sogar ganz gut. Vielleicht war es auch ein bisschen Selbstschutz. Ja, jetzt haben wir sie also zusammen, die Garde der Freistoßspezialisten auf der anderen Seite, die Tor verhindern. Matthäus. Roter Lupfer versucht, ein fast kaiserlicher Lupfer, möchte ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beckenbauer ihm schon mal sowas gezeigt hat. Christian Ziege, auch in der Form ansteigend. Ganze Zeit ja von der Rolle. Beckenbauer hat ihn sich zur Brust genommen. Und ich weiß nicht, ob das magische Worte sind oder was das ist. Er spielt wieder besser. Rheinmeier, Kötzle. So, wollen wir sehen, was Kötzler am Ball macht. Das ist interessant jetzt. Ist ja ziemlich allein im Augenblick. Oh, hat er schön reinbekommen, den Ball. Und wenn der Fünfer da an den Ball kommt. Oh ja. Der hat gewartet, der Alois Schwarz, dass er diesen Ball abziehen kann. Aber dann hat er Rheinmeier eben weggeschnippelt. Schade. Für Duisburg.
So, ich wiederhole mal öfters das Zwischenergebnis. 1:0 führt Bayern München gegen den MSV Duisburg. Zu schönem Wetter kommen alle Leute vielleicht nach einem Spaziergang nach Hause. 1:0 Nerlinger. In der 5. Spielminute. Also der Schock der Duisburger ist bisher ausgeblieben, den man vielleicht befürchtet hat, dass es nun direkt weiterging mit den Bayern-Toren. Also da ist bis jetzt, bis zur 15. nichts mehr passiert. 1:0. Kötzle. Oh ja. Steininger ist da. Richtig über die Klinge gesprungen worden, muss man sagen. So, Kreuzer am Ball, der Mann, der die erste gelbe Karte des Spiels bekommen hat. Matthäus, wieder Kreuzer. Sehr schön vorgetragen, dieser Angriff. Das ist Schwarz hier auf der linken Seite, der wieder glänzend in Schwung gekommen ist nach seiner Augenoperation. Und eine Kombination Valencia. Ja, den Ball muss man ins Tor machen. Da gibt es nur gar nichts. Frey und Scholl haben ja so wunderschön kombiniert. Und der Beckenbauer, ja, das kann er nicht verstehen. Da muss er schlucken. Was für eine Kombination und was für ein Schlusspass von Scholl. Und wie ungelenk, ja. Oh, und der Beckenbauer winkt jetzt noch ab. Ich beobachte ihn gerade hier aus einem Augenwinkel. Oje, oje. Das ist ihm. Ah, merken Sie, da kocht der Vulkan noch. Und wieder Frey und Scholl. Ah, der Schiedsrichter ist weiterspielen. Vorteil, das ist sehr gut. Gutes Auge, der Herr Harder. Kötzle. Und jetzt geht's mit Nothoff weiter, aber Böger jetzt auf der rechten Seite mit einem. Das ist der Mann, der nach England will, der Böger. Vertrag hat man ihm angeboten, aber er liebäugelt mit der englischen Liga. Würde er auch hinpassen, vielleicht sehen wir das noch im Laufe des Spiels. Denn er hat englische Härte, auch Tempo und Schnelligkeit. Wir werden ja nachher auch auf dieser Seite bekommen von der Kamera, das sehen wir noch besser. Und Lienen schreibt. Er schreibt, der bleibt, heißt es. Er will damit sagen, wie doch alles überbewertet wird.
die vielen Menschen, die sich für so ein Spiel interessieren, und er als kleines Würstchen steht nun da, dazu dann mit dem riesigen Kaiser. Also komplex hat er trotzdem keine, der Lienen, das kann ich Ihnen sagen. Das ist ein ganz cleverer junger Mann, der vor allen Dingen die Sprache der Spieler zu sprechen hat. Ja, das ist Abseitsstellung mit Recht gesehen und gepfiffen. Also übermütig sind die Bayern bisher noch nicht geworden, liebe Fußballfreunde. Das werden Sie selbst zu Hause merken. Ich habe immer noch so den Schatten, eine Besorgnis, so möchte ich es mal nennen. Weil Sie wissen, wie schnell die Duisburger kontern können, und das wollen Sie nicht mit sich machen lassen. Das haben Sie gesagt, nein, nein, alles nur, das wollen wir nicht haben. Weidemann und Kötzler versuchen immer sehr früh anzugreifen. Aber da spielen die Bayern sie schnell aus. Flügelspiel, das einzige Rezept. Steiningers Foul. Oh ja, das ist schon bösartig, was Scholl da erlebt hat. Valencia. Eckball erkämpft. Zweiter Eckball beim Stande von 1:0 für Bayern München. Tor von Nerlinger, 5. Minute. Eckball Matthäus. Ja, die Absicherung ist da, wenn Matthäus nach vorne geht. Diesmal ist Ziege zurückgeblieben. Labbadia. Brotlose Kunst. Die Bayern sind aber mindestens ebenso aggressiv wie die Spieler von Duisburg, wenn es früh anzugreifen gilt. Weidemann will er selbst machen. Und Matthäus ist völlig anderer Meinung als Schiedsrichter Harder, aber wirklich völlig anderer Meinung. Wollen wir sehen. Oh, er hält ihn aber am Ärmel fest, da rechts. Er hat ihn aber fest. Oh ja, der Weidemann konnte nicht wegkommen. Er war schon richtig. Weidemann, Kötzle, ich glaube Schwarz ist noch dabei. So, wollen wir mal sehen. Weidemann, Rheinmeier. Steininger, ja. Ja, in Kopfballduellen ist der Matthäus manchmal ein bisschen anfällig, das haben wir jetzt auch gesehen. Valencia.
Ja, wir sind ungestüm, aber naja. Kötze. Helmer Jorginho, wo ist der Steilpass? Nach außen gedreht, ja. Ja, zu ihrem richtigen Konterspiel sind die Duisburger bis jetzt noch nicht gekommen. Dafür waren die Bayern zu aufmerksam, haben das Spiel auch über weite Strecke beherrscht. Valencia, ein Schritt zu spät. Ziege. Jorginho gefällt mir gut. Frei. Kreuzer. Vorsicht ist aber mal hingefallen. Schon mit dem Blick zum Schiedsrichter. Und die Bälle mit Innenefe, die so gefährlich in den Strafraum kommen. So, Valencia, wo ist dein Anspielpartner? Nirgendwo. Der Matteo sich vorne mal ein bisschen Luft geschafft. Jorginho. Wieder. Spielt praktisch mit Bande. Und diese Flanke. Ach, ist das immer wieder ein Genuss, diesen Mann flanken zu sehen. Wie die Bälle reinbekommt, mit welchem Gefühl. Auch schön, dass da so ein guter Torhüter steht. Schauen Sie sich das an, diese Studie, wie er den Ball hereinzieht. Lehrbuchmäßig. Könnte man sich direkt im Lehrbuch vorstellen. Seite 3. Azuzi, Weidemann wartet, ja, das ist das Stück zu viel. Das ist ein guter Techniker, aber manchmal etwas zu bedächtig. So, jetzt sammeln die Bayern erstmal ihre Mannen ein, um sie alle wieder mit nach vorne zu nehmen. Und das bekannte Lockmittel wieder, auf das die Duisburger nicht eingehen. Valencia. Hat er sich schön durchgesetzt, da Valencia. Scholl einmal, dann frei. Einfach mutig mal draufgehalten, warum nicht, denkt er sich. Und ist schon wieder am Ball. Oh, der gefällt mir. Wo bleiben die Konter? Da ist einer über Böger. Prima gelb. Kriegt er gelb? Er wird ermahnt. Aber der Nationalspieler-Bonus hat, weiß ich nicht. Bei anderen Spielern könnte ich mir doch gleich eine gelbe Karte vorstellen. Er hat auf Mauritius geheiratet. Kürzel, kann er sich drehen, noch besser zurückspielen. Stefan Böger, unser England-Kandidat. Hat sich also bei Vertragsverhandlungen bisher zurückgehalten. Ziel England, ob es geht. Halbe Stunde gespielt, 1:0.
für Bayern München durch ein Tor von Nerlinger in der 5. Minute. Mal sehen, wie Bender Maß nimmt. Das war wohl nicht das Tollste, was er bringen kann. Dann seine Eckbälle sind wirklich gefürchtet. Ich habe bei meinem Training von ihm ein Dutzend gesehen. Die kamen alle genau auf denselben Punkt. Das war schon sein. Ja. Jetzt kann er es besser machen. Bisher hat Hopp Valencia gut im Griff, der steht meist hinter ihm und wartet auf einen Fehler seines Gegenspielers. Dann natürlich Ziege. Dieser Ziege ist also wirklich ein Mann, der diese Bälle in wundervoller Form schlagen kann. So, das ist wieder der Aufbau der Bayern über die Flügel. Valencia gegen Hopp, der ewige Zweikampf, und Hopp sieht gut aus. Ja, ein Stück werkt sich jetzt im Augenblick so dahin. Hochachtung sitzt beiden im Nacken. Keine Mannschaft riskiert viel. Das werden Sie schon beobachtet haben in der letzten halben Stunde. Gehen alle auf puncto sicher, wenn sie irgendetwas machen wollen. Und schauen immer, dass die Abwehr nicht entblößt ist. Deshalb hat sich Matthäus auch weit zurückgehalten bisher. Er ist ja einer der ganz Schnellen, der auch mal einem Konterspieler hinterherlaufen kann. Scholl. Ziege einen Schritt zu spät. Torhüter konnten sich eigentlich noch nicht auszeichnen. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Oder Rollmann, der bei uns im Bild ist gerade. Dem haben sie eben ein Ding da reingeschossen. Da war aber auch gar nichts zu halten. Kaum mal etwas zu sehen. Aber ansonsten ist Vorsicht drum. Ziege. Ja, schön. Ja, sehr schön. Wo findet er jetzt den Mitspieler? Da hat er ihn gefunden, Labbadia, unseren Abstauberkönig. Ja, ja, da ist er. 2:0. Also mit viel Geduld wurde dieses Tor gemacht in der 35. von Bruno Labbadia. Da kann man sagen, Abstauberkönig, aber man muss auch sagen, da muss man erst mal stehen. Das ist ja wichtig. Erstmal der Ball, wie er schön hereinkommt. Valencia macht seinem Gegenspieler Angst und der köpft Labbadia direkt vor die Füße. Geschenke des Himmels oder ein Geschenk von Hopp. Das ist Labbadias 4. Tor und deshalb die Freude besonders groß, denn Goalgetter, wie es so schön im Englischen heißt, werden
werden an und für sich an höheren Torzahlen gemessen. Weidemann kann abseits, Kötzle wartet, aber wie kommt er da rum? Wie kommt er da rum? So. Und die Post geht ab mit frei und er hat sogar den Blick für den freien Raum auf Jorginho. Das ist schon klasse. Und da fällt dem guten Rollmann sogar vor lauter Schreck der Ball aus der Hand. Hat er schön gesehen, der Fall. Ja, dieser junge Mann, muss man ja sagen, mit 21, hat er schon einen wundervollen Überblick. Scholl. Und Labbadia, das dritte. 3:0 und jetzt verpassen hier die Bayern den Duisburgern in aller Ruhe und Gelassenheit eine empfindliche Packung. Das ist das, was die Duisburger natürlich vermeiden wollten. Sie haben vorsichtig aus der Abwehr gespielt, sie wollten sich nicht überrollen lassen. Aber das ist ihnen auch schon in Karlsruhe passiert, das ist ihnen schon in Stuttgart passiert. Und als ich vor dem Spiel fragte, was habt ihr denn für ein Gefühl, sagte sie auch ganz gut, wenn wir 20 Minuten aushalten. Also zwei Tore innerhalb von 60 Minuten, das gibt natürlich einen Knockout, von 60 Sekunden, das gibt natürlich einen Knockout. Das ist ganz klar, das ist nur ganz, ganz schwer wieder aufzufangen, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch moralisch. Da bricht doch irgendetwas in einer Mannschaft, die an der Spitze steht und jetzt drei Stück vom Verfolger kassiert hat. Christian Sprenger, wie sieht's aus? Zwei Tore in einer Minute haben wir den hervorragenden Übergang zum Eishockey. Erich Künagel, Sie haben Temperaturunterschied. Ernst Zuberti hat eben erzählt, der Schiedsrichter von 20, Sie von 35. Sie waren in Lillehammer. Ja, ich bin auf Neustadt gekommen, es war sehr, sehr kalt in Lillehammer. Also ich zu dir. Als ich sie eben gesehen habe, habe ich gedacht, er hat sich verlaufen. Hey, das spielt erst ab Donnerstag. Nee, also ich muss sagen, ich schaue öfters mal so ein Spiel in der Bundesliga, vor allen Dingen wie jetzt, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt. Und momentan kommt mir fast so vor wie im Eishockey, es geht auf und ab und Tore fallen wie reife Früchte. Darf man verraten, dass sie eine Dauerkarte beim FC Bayern haben oder ist dann irgendjemand sauer? Nee, da kann man schon verraten, ja. Okay, Erich Künagel, vielen Dank. So, und das Bild gibt klar frei, dass die Duisburger mal eine Konter angesetzt haben. Mehr als Ansätze waren es ja bisher noch nicht. Die Mannschaft wirkt doch gar nicht so frisch. Sie wirkt doch jetzt ein bisschen deprimiert. Die Schalker führen in Frankfurt. Na, das ist ein Ding. Deshalb auch der Jubel hier im Stadion. Nicht nur wegen des Konterspiels. Der Duisburger, die ja auch so, naja, zwischen 500 und 1000 Anhänger doch mitgebracht haben. Können die Bayern ihre Fäden natürlich in Ruhe ziehen. Sie haben mit Geduld gespielt. Das habe ich vorher schon gesagt. Sehr, sehr geduldig, sehr vorsichtig, nichts überstürzen. Ich wiederhole gerne nochmal Beckenbauers Worte. Wir wollen doch nicht ins offene Messer laufen. So dumm werden wir nicht sein. Und ein Mann, der viel, viel Arbeit leistet, ist dieser Jorginho. Wie aufgeblüht. Er hat viel gearbeitet. Weidemann versucht am eigenen Strafraum schon zu retten. Was zu retten ist, ist beinahe ganz, ganz heftig ins Auge gegangen.
Duisburger wollen sich aber jetzt nicht weiter verstecken, um das Schlimmste in Anführungsstrichen zu vermeiden. Wohlert hat einen mitbekommen. Schiedsrichter ruft die Betreuer auf dem Platz. Und das ist der Einsatz von Frey. Bösartig war er nicht, aber schmerzhaft. Das Ganze passiert etwa 4 Minuten vor Ende der ersten Spielhälfte beim Stande von 3:0 durch Tore von Nerlinger und zweimal Labbadia. Es geht auch der Nothoff mit nach vorne. Kleine Hoffnung, mal ein Kopfballtor machen zu können. Und der Kaiser vor seiner Kulisse. Wut ist verebbt. Aumann ruhig, sicher. Die ganze Affäre hat nicht an seinen Nerven gezehrt, die Affäre, dass ein zusätzlicher Torhüter kommt. Ein großer Konkurrent, die Nummer 1, der Oliver Kahn. Er will Bayern noch nicht verlassen, sagt er. Kein Verein hat sich noch an ihn gewendet. Aber es ist ja noch viel Zeit. Labbadia wird jetzt immer stärker. Man merkt, wie ihm das Spielen Spaß macht. Er ist ja sowieso ein Strafraumspieler. Ein Mann, der wühlen kann im Strafraum. Tore von 20 Metern Entfernung. Kann man sich auch mit der Lupe suchen. Da ist sein Platz jetzt. Kurz vor dem Tor, wenn es zu wühlen gilt. Nächster Eckball. Zeigt auch die Überlegenheit der Bayern. Es sind jetzt 8 im Ganzen. Die Duisburger haben noch keinen erzielt. Da sieht man also doch, dass die Bayern-Führung wirklich herausgespielt und herausgekämpft ist. 8:0 Ecken, 3:0 Tore. Scholz-Eckball hat eben so schön gepasst, dass er es direkt nochmal versucht. Valencia, ach, da hat er sein Tor. Muss man ihm ja gönnen, den Valencia. Er hat es genau oben in den Winkel gesetzt. Der Kaiser klatscht Beifall, jetzt ist er versöhnt. Besser konnte der Valencia für ihn gar nichts tun. Und dass er also auch ein Tor macht, es scheint sogar, dass seine Mitspieler ihm das von Herzen gönnen. Denn es ist ja immer schwer, da irgendwo in der Fremde zu sein, in der Fremde allein, ohne Sprachkenntnisse, ohne alles. Nur etwas muss man ihm sagen, er sollte doch mal ein paar Worte Deutsch lernen. Und alle hätten ihn noch viel lieber, würden ihn noch mehr umarmen. So muss immer gedolmetscht werden. Und aber ohne Dolmetscher kriegt er die schönsten Tore zustande. Das ist ein 7. Tor für Bayern München und das ist wie auf einer Postkarte gemalt. 4:0, das ist natürlich auch deprimierend für den MSV Duisburg. Da kann einem diese Mannschaft auch schon leid tun, die so groß aufgespielt hat. Aber bei der irgendwie der zündende Funke jetzt überhaupt nicht mehr da ist. Nach dem 2:0 schien mir die Kampfmoral völlig gebrochen zu sein. Aber sie wollen natürlich das Ergebnis verbessern. Klar. Sie wollen sich hier nicht blamabel schlagen. Blamabel ist das, mit Verlaub gesagt, das 4:0 schon. In einer Hälfte. Und Sie sehen, dann gelingen auch die einfachsten Dinge nicht mehr. Die einfachsten Pässe, die man im Training 1000-mal übt, die kommen nicht mehr an. Das ist nichts mehr. 4:0. Ja, jetzt können die Bayern aufspielen, wie sie wollen. Die Beine werden leicht, die Beine der Duisburger immer schwerer. Und da ist der Rheinmeier. Läuft viel, viel zu lange mit dem Ball. Abseitsstellung. Zweifelnder Blick. War das kein Foul? Anklage, aber es war nichts.
24 Minuten gespielt, Netto-Spielzeit, der Schnitt ist 27. Naja, das ist nicht gerade toll. Viele Unterbrechungen, verletzungsbedingter Art. Obwohl hier nicht einmal bösartig gespielt wurde, im ganzen Spiel noch nicht, das muss man festhalten, obwohl der Erste gegen den Zweiten spielt und man doch eine Menge übler Emotionen erwarten könnte. Aber dafür ist die Sache inzwischen auch zu eindeutig geworden in dieser ersten Hälfte. So, das ist der Pausenpfiff. 3:0, 1:0 Nerlinger, 2:0 und 3:0 Bruno Labbadia. Und unsere Field-Reporter heißen Christian Sprenger und Tom Bender. Patrick, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 28. Geburtstag, aber Sie hatten sich die Feier sicher ganz anders vorgestellt heute. Hallo, das mit der Feier ist hier erledigt. Wir haben eine katastrophale Leistung geboten. Jetzt müssen wir sehen, dass wir das Spiel noch einigermaßen über die Bühne bringen. Sie sind einer der Älteren und der Erfahrenen im Team. Was sagen Sie der Mannschaft jetzt? Kann man das noch intern so ein bisschen ausmerzen hier? Ja, ich glaube, da braucht keiner von den Spielern was sagen. Das wird die schon regeln. Wir werden eine ordentliche Abfrage kriegen, was auch verdient ist. Und dann, wie gesagt, müssen wir das für die zweite Halbzeit gut überstehen. Also Schadensbegrenzung wahrscheinlich? Auf jeden Fall. Okay, danke. Weiter mit Christian Sprenger. Bruno, Sie waren derjenige, der ihm den Geburtstag so richtig versaut hat. Zwei Tore, wenn es einmal läuft, sagten Sie gerade schon, dann läuft. Das ist richtig. Und wir haben sie ganz kalt erwischt und haben dann gleich nachgelegt. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass wir, sagen wir, in Schönheit verfallen, weil wir ganz gut gespielt haben, aber das zweite Tor nicht gemacht haben. Und dann haben wir zum Glück mit drei Schlägen da zugeschlagen und das war natürlich super. Ihre Tore waren nun so richtige Abstaubertore. Waren das auch zwei für den neuen Vertrag, für die Verhandlung? Ich weiß nicht, ob ich bei München unterschreibe. Das wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Das war einfach... Geht es um Kohle, oder? Nein, es geht einfach darum, dass ich gesagt habe, ich wollte abwarten, was der neue Trainer kommt, wie die Planung auch ist, ob, wenn ein Stürmer geholt wird, auch mal ein passender Stürmer geholt wird, weil in den letzten Jahren immer einfach wild zusammengekauft wurde. Und deswegen wollte ich abwarten. Aber das waren zwei Tore für die Meisterschaft und dass wir da hinkommen. Vielen Dank, Bruno Labbadia. Klare Worte zur ersten Halbzeit. Das Topspiel der Woche wird präsentiert vom Energizer, die offizielle Batterie der Fußball-WM 94. Herzlich willkommen zu unserer Halbzeitshow in den Katakomben des Münchner Olympiastadions und ich begrüße unseren Gast, Radi Radenković. Eines von zwei lebenden Torhüter-Denkmalen in Bayern. Der Sepp Maier wird 50 am nächsten Montag. Und Sie sind heute unsere Gast, weil wir uns ein bisschen beschäftigen wollen mit dem Thema 1860 München heute in der Halbzeit dieses Spiels. Radi, wie hat Ihnen das Spiel bislang gefallen? Wie haben die Bayern gefallen in den ersten 45 Minuten? Ja, das Spiel war wirklich super. Bayern hat erwischt einen glänzenden Tag. Und es gibt einfach in diesem Geschäft die Tage, wo alles gelingt. Und man kann sagen, dass Bayern ganz verdient mit 4-0 führt. Gut, wir schauen uns mal die anderen Ergebnisse an, Radi. Da liegen nämlich noch ein paar vor. Gestern spielte der SV Werder schon gegen, helfen Sie mir, SV Werder gegen 1. FC Nürnberg. Jetzt haben wir es. 2:2 und das Spiel Dortmund gegen Stuttgart ist ausgefallen. Wir schauen uns die anderen Ergebnisse an. München-Duisburg, deftiges Ergebnis zur Halbzeit, 4:0. Gladbach gegen Freiburg 1:1. Köln-Leverkusen 0:1. Radi, Frankfurt-Schalke 0:1. Ja, das ist eine große Überraschung für mich, aber ich glaube nicht, dass das Spiel zu Ende geht. Ich glaube, dass Frankfurt noch dieses Ergebnis korrigieren kann. Ja, dann haben wir noch zwei weitere Nullnummern, Kaiserslautern gegen Karlsruhe. Typisch Halbzeitergebnis und wir werden wahrscheinlich in zweiter Halbzeit etwas anderes Wir erhoffen uns auf jeden Fall mehr Tore dann am Ende des Spiels. Sie haben eben im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, der Rollmann hat heute den besten Tag nicht erwischt, der Torhüter des MSV Duisburg. Ja gut, also ich kritisiere sehr ungern die Kollegen, aber er hat heute, wie ich schon gesagt habe, Pech, dass der Bayern einfach einen Tag erwischt, wo ihm alles gelingt. Aber
man kann ihm eventuell beim ersten Tor einkreiden, dass ein krasser, für mich war das ein Stellungsspiel, ein Stellungsfehler. Und beim dritten Spiel... Schauen wir uns jetzt mal an, nämlich in den Höhepunkten haben wir die Tore zusammengefasst. Unsere Höhepunkte beginnen in der fünften Minute. Das achte Tor von Christian Erlinger. Genau, das darf nicht passieren. Also das Stellungsfehler. Genau, echte Stellungsfehler. Wozu muss man dann sagen, dass das wirklich sehr überraschend, der geschossen hat von dieser Stelle. Keine Frage. Das war Überraschungseffekt mehr oder weniger, sehen Sie. Achtes Tor von Christian Erlinger hat gleichgezogen mit Scholl. 15. Minute, die einzige Chance des MSV. Kötzle, seine trickreiche Vorarbeit. Und dann lauert Rheinmeier in der Mitte. Das wäre besser, wenn der hintere Mann genommen hätte. Es lässt sich leicht reden, wenn wir hier stehen, keine Frage. Die 18. Minute. Und den muss er machen, sage ich. Der Adolfo Valencia, diese Traumkombination, dieser super Pass von Scholl. Das war Fehler, dass er den Ball angenommen hat, muss sofort den Ball verlängern, ins leere Tor. Der Franz ist auch sehr unzufrieden. Mit dieser Aktion auf jeden Fall. Ja. Mit der nächsten sehr zufrieden, 35. Minute. Es folgt die erste Hälfte des Doppelschlags von Labbadia. Ziege, die Vorarbeit. Ja. Sein viertes Saisontor. Eine Mattsituation sozusagen. Der Mann mit dem Torrichter, der so lange nicht getroffen hat. Ja. Keine gute Leistung im Spiel gegen Stuttgart, aber heute zwei Tore. Das zweite, es folgt sogleich sein fünfter Saisontreffer nach dieser Ecke von Mehmet Scholl. Die Situation, wo ich vorher gesagt, das habe ich nicht gemeint direkt, aber was vorher verursacht hat, diese Ecke, das war auch ein kleiner Torwartfehler. Hätte er rausgemusst, der Rollmann? Nee, nicht jetzt bei dem Situation. Er hat Ecke verursacht. Und da war sein Fehler vorher. Die 43. Minute, die Ecke wieder von Scholl. Das war fantastisch. Hat alles richtig gemacht, im Bewegungsablauf der Kolumbianer, da hat es gestimmt. Wie aus dem Schulbuch. Sein siebtes Tor. Und dann wird der Franz ihm verzeihen, dass er das erste nicht gemacht hat. Ich glaube auch. Auch wenn er es hätte machen müssen, er wird es ihm verzeihen. Ja. Gerade, was machen Sie derzeit? Sie haben 1970 aufgehört, aktiv zu spielen, über die Mittellinie zu stürmen, ins gegnerische Feld. Ja. Damit haben Sie für Furore gesorgt. Was machen Sie mittlerweile? Ja, ich bin in München dann weitergeblieben, mit meiner Familie. Und auch bis heute lebe ich in München und bin ich in Gastronomie, mit Gastronomie beschäftigt. Ihr Herz, schlägt das in Erfolgszeiten wieder mehr für 1860, als es in den letzten Jahren der Fall war? Oder ist das so ein bisschen gespalten bei Ihnen als Kenner des guten Fußballs, dass Sie auch mal zum FC Bayern gehen? Ich gehe schon beim FC Bayern, aber also Gefühle sind nicht gespalten. Also die gehören schon ganz 1860 München. Was trauen Sie den Löwen zu in diesem Jahr? Ja, dass es wieder ganz also nach oben geht? Die Löwen haben die gute Chancen. Das ist eine sehr prekäre Situation, finde ich. Dass diese Pausen nach dem langen Pause, die zwei ausgefallene Spiele, das macht viel aus für eine Mannschaft, welche von Woche zu Woche sozusagen lebt einfach mit dieser ganzen Stimmung und so weiter. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Situation, dass jetzt hier diese zwei Spiele einfach nicht spielen konnte. Und da müssen die in Rhythmus kommen, also dass die dann die ganze Saison über die Runde bringen können. Mein Kollege oder unser Kollege Eckhard Klein hat sich in dieser Woche auf die Spuren der Löwen begeben und traf bei 1860 an der Grünwalder Straße einen Torjäger und der ist nur optimistisch. Ja, liebe Bayern, ich hoffe, es ist soweit, dass wir uns nächstes Jahr in der ersten Liga sehen. Ganz so weit ist es noch nicht, lieber Peter Packholt, aber nach langer Zeit, in denen bei den Münchner Löwen alles für die Katz war, wollen die 60er nun das Monopol der Bayern brechen mit dem direkten Durchmarsch in die erste Liga. Die Roten könnten schon bald nicht mehr unumstritten die Nummer 1 sein in der Landeshauptstadt. Die Vorherrschaft hat vielleicht dem FC Bayern gar nicht so gut getan. Sie hat vielleicht in dieser Phase der Überlegenheit hat sie sicherlich auch Dinge gemacht, die sie vielleicht nicht getan hätten, wenn ein Konkurrent in der eigenen Stadt da gewesen wäre. Sollten es die 60er schaffen, um es kurz zu machen, ich würde mich freuen.
28.03.1981. Das bislang letzte Derby zwischen 60 und Bayern in der Bundesliga endete durch Tore von Horstmann und Scheller 1:1 unentschieden. Den Giesingern half es wenig. Sie stiegen wieder einmal ab. Ja, ich sage jetzt einmal so, 60 ist Religion für das Land Bayern und Religion sollte erstklassig sein. Tatsache ist, dass der Herr Wildmoser immerhin auch Bayern-Mitglied ist und auch hat in den letzten Jahren einiges gelernt. Intern soll der Manager allerdings geäußert haben, dass die 60er ruhig aufsteigen könnten. Die steigen sowieso sofort wieder ab. Blieben sie aber noch 3 Jahre an der Zweitligaspitze, wären die Löwen finanziell saniert und damit eine echte Gefahr für die Bayern. Beide Clubs trafen am 14. August 1965 erstmalig in der Bundesliga aufeinander. 44.000 Zuschauer erlebten dabei schon nach 30 Sekunden den 1:0-Siegtreffer für die Löwen durch Timo Konietzka. Die erste Übertragung, die ich als Bub gehört habe, ich glaube 1947 oder 48, betraf ein Spiel Eintracht Frankfurt gegen 1860 München. Und die Frankfurter lagen bis 10 Minuten vor Schluss 0:4 zurück und haben dann noch 4:4 geschafft. Das hat mich also so bewegt und seitdem habe ich alles verfolgt, was die 60er getan, gelassen, gewonnen oder verloren haben. Insgesamt 10 Jahre war 1860 in der ersten Liga. Die meisten Bundesligaspiele hat bis heute Peter Radenkovic. Er ist noch immer ein Idol für alle Löwen. Fixiert auf die Vergangenheit vom Pokalsieg 64, Europapokalteilnahme 65 und der Krönung der deutschen Meisterschaft 66. Was konnten Sie Ihrer Einschätzung nach besser? Singen oder Fußball spielen? Ah, oh, das ist kein Vergleich. Also da bin ich, beim Singen bin ich nicht Champion. Also. Beim Fußball ohnehin. Braucht diese Stadt, diese Landeshauptstadt Bayerns, diese Duelle München aber gegen 1860? Selbstverständlich, unbedingt, weil das Allerschönste, was in dieser Zeit war, wo ich noch gespielt habe, waren diese Lokalderbys und überhaupt diese Konkurrenz. Man hat überall in Gaststätten, bei Oktoberfest und überall mitgekriegt, diese Rivalität. Und das war das Schönste überhaupt in dieser Zeit. Und ich hoffe sehr, dass sich das wieder wiederholt. Wir haben uns gefreut, über die Löwen sprechen zu können. Mit Ihnen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Noch eine schöne zweite Halbzeit im Olympiastadion. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Dankeschön. Alles Gute. Wiedersehen. Scheiße. Batterie der Fußball-WM 94. Das Topspiel der Woche wird präsentiert vom Energizer, die offizielle Batterie der Fußball-WM 94. Ja, und es steht 4:0 für Bayern München. Da in der Bundesliga alles auf dem Kopf steht, darf uns auch das nicht verwundern, meine Damen und Herren. Die Tore schossen Nerlinger, Labbadia zweimal und Valencia. Dass es natürlich mit dem MSV Duisburg nicht so weitergehen kann, ist klar in dieser zweiten Hälfte. So viel ich bis jetzt sehen konnte, ist Alfred Neihus in der Mannschaft drin und Michael Tarnat neu hereingekommen. Fakt ist, auswärts schoss der MSV in der zweiten Halbzeit 6-mal so viele Tore wie in der ersten. Am heutigen Tag ist das natürlich ein kleiner Witz.
In Köln gibt es ein Lied, 3x0 ist 0 ist 0. Und das hier wäre ja 6x0 ist 0, bleibt 0. Nein, aber die Duisburger waren wirklich in der zweiten Hälfte auswärts etwas schussfreudiger. Sie haben da immerhin 12 Treffer erzielt und in der ersten Hälfte in der Bundesliga bisher nur deren 2. So, also Naio Huse ist reingekommen und der Tarnat auch, soweit ich gesehen habe bis jetzt. Und rausgegangen müsste Joachim Hopp sein. Ja, Joachim Hopp ist draußen. Er soll eine leichte Verletzung haben und Böger auch. Nun weiß man nicht, welche taktischen Zwänge dahinter stehen. Böger soll am Oberschenkel verletzt sein, höre ich. Und das ist das traurige Gesicht, das übertraurige vom Mittelstürmer Kötzle. Ja. Die Bayern scheinen unverändert zu spielen, wäre ja auch ein Wunder. Eine solche Mannschaft auseinanderzunehmen, dazu gibt es ja auch wirklich keinen Grund. Die über weite Strecken so souverän gespielt hat und eigentlich nie in Verlegenheit zu bringen war. So, das ist der Anpfiff, vergleichen wir die Uhrzeit. 4:0 und jetzt kann man ja nur sehen, kämpfen die Duisburger wirklich darum, sich hier nicht gnadenlos zu blamieren und machen die Bayern so viel wie nötig. Das ist die Frage in dieser zweiten Hälfte. Mehr ist es eigentlich nicht mehr. Ich habe gerade von meinen Kollegen gehört, dass der Trainer Lienen in der Halbzeit dermaßen getobt hätte, dass man das also wirklich eigentlich bis hierauf hätte hören müssen. Aber da war die Musik so laut, das ging da nicht. Also es muss ganz schlimm gewesen sein in der Kabine. Das geht natürlich einem Profi wie dem Lienen völlig gegen den Strich. Ein Mann, der für sich selbst immer die strengste Disziplin auferlegt hat und der nun sieht, wie einige Leute doch vor lauter Angst oder warum auch immer nicht richtig zu spielen vermögen. Das kann er nicht verstehen. Der Neihose ist zu Valencia gegangen, das habe ich gerade gesehen. Und der Tarnat offensichtlich zu Frei, der ja auch sehr frei war in der ersten Hälfte der Bayer und sehr viel Spielraum hatte. Und das soll nicht so weitergehen. Verwunderlich ist, dass der Trainer es nicht früher getan hat. So, die Duisburger scheinen also jetzt ernsthaft auf Resultatsverbesserungen raus zu sein. Rhein-Meier, Weidemann, Valencia, jetzt gegen Neihus. Ja, gestrecktes Bein. Ja, Jorginho. Im Olympiastadion gehen natürlich immer Freudenwellen durch das Stadion, wenn Ergebnisse kommen. So zum Beispiel wie HSV gegen Dresden 0:1. Naja, das ist eine Freude. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hier sieht man also die Bayern doch allmählich wieder auf dem Thron. Und so Ergebnisse wie diese können den kommenden Gegnern ja auch nur Angst machen.
Matthäus auf Merlinger. Zweikampf nicht ganz sauber, hat der Schiedsrichter gesagt. Stand günstig, müsste es gesehen haben. Was mag ein Trainer in der Pause noch bewirken können, wenn seine Mannschaft so deprimiert ist? Wir werden das jetzt in den nächsten Minuten sehen. Wieder Jorginho. Valencia. Rollmann ist jetzt doch aufmerksam in dieser zweiten Hälfte, diesmal gegen Labbadia. Duisburgs Anhänger sind völlig verstummt, die Männer und Frauen, die also schon gestern Abend um 6:30 losgefahren sind mit dem Omnibus, um hier hinzukommen, sind ganz deprimiert. Matthäus und das Abspiel, Valencia. Matthäus steht auf. Ja, und jetzt fällt er zusammen. Ja, das hätte noch gefehlt, dieses Tor. Valencia versucht aber nicht mehr so egoistisch zu sein wie früher, wenn er den Ball hat. Zwei Gegenspieler sind um ihn herum. Dann schaut er, wo er den besser platzierten findet. Ja, Matthäus, die Gedanken um Matthäus, keiner kann ihm ins Gehirn schauen. Die Schweiz oder Italien oder doch Bayern München. Japan wird seine Frau nicht mitmachen, nehme ich an. Da wird sie nicht hinwollen, wo sie keinen Menschen versteht. So, wollen wir mal zusammen schauen, was sich am Duisburger Spiel verändert hat. Die beiden Sturmspitzen sind noch vorne. Sie sehen also Weidemann und Kötzle. Die rasen also weiter vorne auf und runter. In der Abwehr die zwei neuen Spieler. Und früheres Angreifen. Ist es das? So, das Spiel läuft weiter inzwischen. Ich will es Ihnen so schildern. Ach, da ist unser Bild wieder. Und da ist der Matthäus aber richtig auf die Schippe genommen worden. Hat sich aber nicht wehgetan. Dienen ohne Kommentar. Valencia spielt besser jetzt, viel besser. Und jetzt weicht, wenn der Umstand kommt, werden Sie es sehen. Naja, Fuß keinen Zentimeter von Valencia. Jetzt geht er auf ihn zu. Valencia springt trotzdem und
Sie haben gesehen, wie er dadurch seinen Gegenspieler düpiert hat und die Chance eben für den nächsten Spieler da war. Was stellen wir weiter fest? Die Bayern lassen sich das Heft überhaupt nicht aus der Hand nehmen, spielen ruhig und überlegt ihren Fußball weiter, riskieren das, was nötig ist, aber auch kein Jota mehr. Sie sehen es an Matthäus, genauer Pass, 30 Meter. Sagen Sie sich, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr schon rauskommen aus eurer Igelstellung. Matthäus. Die Drehung. Padilla hat geglaubt. Er hatte das dritte Tor auf dem Fuß, viel hat auch nicht gefehlt. Wunderschön, Ziege. Jorginho. Ja, Jorginho wollte von Valencia auch mal einen Ball auf den Fuß legen, einen ganz einfachen. Die beiden können wenigstens miteinander sprechen. Können sich gut verständigen. Und der dritte im Bunde, der sich sehr gut mit den Valencia verständigen kann, das ist der Frei. Frei spricht Spanisch, spricht also dadurch auch viel mit Valencia, der blüht dadurch etwas auf, muss aber endlich selbst lernen. Wenn man neu in ein so verkorkstes Spiel kommt, ist es natürlich schwer, auch der Tarnat, der ganz links auf dem Flügel zu finden ist, da nochmal richtig Bande zu bekommen. Das ist eine Aufgabe, die man kaum lösen kann. Aber er spielt gegen Frei bisher ganz ordentlich. Steilpass wieder von Matthäus, das sieht er ja erstklassig. Und Valencia. Ich glaube, wenn dieser Mann sich mal in das Spiel integrieren kann, dann ist schon was mit ihm los. Tom Bender, Interview. Joachim Hopp, verletzt, was ist genau passiert? Ja gut, verletzt nicht, aber ich habe da einen Schlag drauf bekommen. Schönen Stollen, schöne Grätsche, aber da muss ich durch. 0-4, das ist so was Bitterste, was einem jungen Profi eigentlich so passieren kann. Letzte Woche noch hochgejubelt, heute sieht man so die Tiefen des Geschäfts. Ja, das ist die Realität des Geschäfts. Sagen wir mal so, die Bayern haben uns die ersten 20 Minuten den Schneid schön abgekauft. Wir wollten hier aggressiver und selbstbewusster spielen. Aber durch das 1-0 und Sonntagsschuss am Samstagmittag sieht man, wie schnell das gehen kann. Und dann läuft nichts mehr? Dann läuft nichts mehr. Die Bayern haben einen Lauf gehabt und machen gut. Jetzt kommt dann die Standardsituation dazu. 3 Tore und dann steht es 4-0 und es geht immer noch, wieder gut machen zu machen. Danke, Joachim Hopp. Dann wir fragen uns also, wie diese Wiedergutmachung aussehen soll. Also bisher ist ja lediglich die Wiedergutmachung das Ergebnis zu halten. Denn auch in dieser zweiten Hälfte haben die Bayern die besseren Chancen. Haben ein bisschen Pech gehabt, sonst hätten sie schon das 5. Tor gemacht. Also so der ganz große Ruck ist durch die Duisburger Mannschaft noch nicht hindurchgegangen, aber wie soll das auch? Mit Blei an den Füßen spielt sich halt schlecht.
das hat er gut, das Leder mit dem Ball, mit dem Körper gedeckt. Hier sehen wir die Situation, wie er auch abspielen konnte. Valencia und Nerlinger spielen recht ordentlich zusammen. Da ist der Nerlinger wieder. Ziege. Ja. Ein Schritt nach vorne. Das wäre es gewesen. Loben muss man auch Kreuzer und Helmer, weil sie doch sehr präzise ihre Gegenspieler in der Kontrolle haben. Kreuzer und Helmer haben also den gegnerischen Stürmern aber überhaupt keine Chance gelassen. Ist natürlich auch nicht viel aus dem Mittelfeld gekommen, das muss man ihnen auch zugestehen. Viel zu wenig. Für die Bayern sieht das im Augenblick so ein bisschen nach Trainingsspiel aus. Aller Ruhe, Gelassenheit, 3 gegen 1, 4 gegen 2, wie es gerade kommt. Nerlinger. Und das ist schon die pure Verzweiflung, die den Steininger da anficht, den Ball einfach zu nehmen und in die Landschaft zu hauen. Na, Kitzbühel wird noch stehen, wenn der Franz Beckenbauer nach Hause kommt. Er hat Angst, er sei jetzt so viel in München, dass er die Berge gar nicht mehr sieht. Aber er ist auch ehrgeizig genug, dass er seine Mannschaft anfeuert, doch noch ein bisschen mehr zu tun, noch mal einen Zahn zuzulegen, denn jedes Tor mehr bereitet den anderen noch mehr Furcht vor den Bayern. Ist das schön. Nerlinger. Der fackelt nicht lange, gefällt mir. Immer mal mit dem linken Fuß frisch drauf gezogen, wo er das Tor nur ahnt. Naja. Halb zog es ihn, halb sank er hin. Nerlingers Schuss. Auch läuferisch ist bei den Duisburgern so ziemlich alles eingefroren, was noch möglich ist, und das bei diesem schönen frühlinghaften Wetter. Aber ich glaube, sie müssen sowas einfach abhaken, die Duisburger. Das ist nicht ihr Tag. Kötzler. Nun, wo ist der Ansatz zum Spiel? Ansatz, wir sind ja schon bescheiden. Da ist er nicht mal. Sie sehen die völlige Depression, Nervosität. Die einfachsten Dinge gehen nicht mehr. Wenn Sie das bei einem C-Jugendlichen sehen, dann sagen Sie, ach Gott, nehmen wir den anderen Bubi. So, die sich spät nach Hause kommen, meine Damen und Herren, sehen gleich einen Eckball für Bayern München und werden sich wundern, wie ruhig und gelassen die Bayern da spielen. Es ist der 12. Eckball. Sie führen mit 4:0 durch Tore von Nerlinger, Labbadia zweimal und Valencia, alle in der ersten Hälfte geschossen. Ja, er hat ihn angesprungen, das steht fest. Die beiden geben sich die Hand. Das war natürlich auch nichts, wo man sich lange und intensiv böse sein kann.
So, Ziege im Slalomlauf. Ein bisschen viel Slalom. Da hat er die Slalomstange mit der Hand weggedrückt. Freistoß für die Duisburger. Hier sehen wir es. Ja. Hat Matthäus gesehen, dass Weidemann verletzt am Boden liegt, hat den Ball nachts ausgeschlagen. Das hier hat also jetzt Freundschaftsspielcharakter, was die beiden im Augenblick treiben. Ich sagte eben schon mal Trainingsspielcharakter. Also sensationelles werden wir hier nicht mehr erleben. Das haben wir alles schon in der ersten Hälfte gesehen. Die vier Tore nach Gang. Christian Sprenger haben Sie ein Interview? Markus Schupp, Hans Huberti sprach gerade vom Freundschaftsspiel, da macht es doch noch Spaß zuzugucken. Ja, es ist ein schönes Spiel. Wir haben eine halbe Stunde ernst gemacht in der ersten Hälfte und sind auch verdient 4-0 in Führung gegangen. Hoffentlich fallen jetzt noch in der zweiten Halbzeit ein paar Tore. Nun spielen Ihre Kollegen sensationell gut. Sie sitzen Ihre Gelbsperre ab. Sitzen Sie nächste Woche auch draußen? Moment, was ist passiert? Schalke ist in Führung gegangen in Frankfurt. Die anderen spielen auch für uns. Die Frage kann ich nicht beantworten. Das kann Ihnen der Franz Beckenbauer beantworten. Sie rechnen aber mit Ihrem Einsatz nächste Woche gegen Werder. Ja sicher, ich habe bisher immer zur Stammformation gezählt und denke auch, dass ich nächste Woche wieder zur Mannschaft gehöre. Drücken wir Ihnen unvoreingenommen, wie wir sind, die Daumen. Danke. Die Zuschauer wollen natürlich noch ein paar Tore sehen, das ist ganz klar. Wenn ihre Bayern schon mal so im Siegesrausch sind, dann wollen sie den Gegner auch ganz am Boden sehen. Obwohl das 4-0 ja schon ziemlich happig ist und die Duisburger zumindest keine Anstrengung machen, selbst sehr viel für das Spiel zu tun. Sie stellen sich jetzt hinten rein, ist nicht gerade sehr einfallsreich, aber es ist von einem gewissen Selbsterhaltungstrieb nun geprägt, das Spiel der Duisburger, das sie im Augenblick machen. Ein Wunder? Nein. Scholl, noch kein Tor geschossen. Valencia kurft und kurft. Wo stehen die Mitspieler? Kurft immer noch. Naja, hoch in der Kurve. Und wo ist der Ball? Da ist er. Wieder bei Scholl. Azuzi. Tot. Oh, er liegt da, es hat von ihm erschlossen. Nein, Azuzi, das war überhaupt nichts. Schlimmes, aber die Marokkaner fallen mit einer Eleganz. Schauen Sie sich das mal an. Wunderschön. Ja. Und jetzt kommt der Pass. Und Kötzle. Anspielpartner nicht vorhanden. Erst in weiter Ferne. Da kommt er. Ja. Und wieder die rechte Seite mit frei. Giorgino. Und mit Matthäus. Links kein Glück, rechts kein Glück. Aber so schöne Spiele, Bundesligaspiele, frei von jeder Belastung, hat Lothar Matthäus auch lange nicht mehr zurückdenken können.
Matthäus, Steilpass. So, wollen wir mal gucken, ob in die letzten 20 Minuten noch ein bisschen Leben kommt. Würde mich freuen für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, für mich natürlich auch, für uns alle hier im Stadion. Ja, einwandfrei vorbei. Vorteil gelten. Kreuzer. Jorginho. Oh, wie schön. Jorginho. Toto Rollmann. So hat er doch viel zu tun bekommen in der zweiten Hälfte. Nichts Unhaltbares, aber immerhin einiges. So, und bei Bayern München kommt jetzt kommen Vitecek und Hamann in die Mannschaft, ja. Der Vitecek mit der 15, der Hamann mit der 13. Da will der Beckenbauer aber zeigen, was er auch für junge Leute drin hat. Also den Hamann zum Beispiel. Scholl geht runter. Und Nerlinger. Auswechselkontingente auf beiden Seiten erschöpft. So, also wollen wir ein Häkchen machen. Der Hamann ist drin. Und der Vitecek. Christian Sprenger, was zu sagen? Ich weniger, aber der Christian Nerlinger mit Sicherheit. Die Fans haben ihn gerade gefeiert, wenn man das erste, das erlösende Tor geschossen hat. Dann kann man auch gerne eine Viertelstunde vorher duschen gehen. Ja, sicherlich. Der Druck war natürlich, hat natürlich auf uns gelastet, das ist ganz klar. Es war sehr wichtig, dieser Sieg für uns. Also ich glaube, dass sich nichts mehr großartig ändern wird. Wir haben uns natürlich nach außen sehr optimistisch und selbstbewusst gegeben, aber innen drin hat es natürlich schon ein bisschen anders ausgeschaut, denn wir hatten diese Saison oft die Chance, Erster zu werden und heute haben wir sie zum Glück genützt. Macht Ihnen das Spaß, wenn plötzlich noch andere junge Leute nachrücken, wie jetzt Hamann oder Frei? Ja, sicherlich. Das sind alles meine Spätzle aus der Amateurmannschaft sozusagen, mit denen habe ich auch schon in der Jugend zusammengespielt. Und da ist natürlich auch eine ganz andere Kameradschaft vorhanden, wenn man sich schon von früher kennt und es macht natürlich umso mehr Spaß. Also mit dem Kindergarten sage ich jetzt mal in anderen Abführungsstrichen zur deutschen Meisterschaft. Ja, Kindergarten, das höre ich eigentlich nicht so gern, denn es gibt keine jungen und alten Spieler, das hat der Franz Beckenbauer auch immer wieder betont und er steht auch dazu. Er gibt jedem jungen Spieler die Chance, der die Leistung bringt und das finde ich auch gut so. Vielen Dank, Christian Nerlinger. So, Gespräch pünktlich beschlossen mit diesem Eckball. Und der Aufschrei gilt nicht dem Eckball, sondern der Leistung der Schalker Mannschaft, die in Frankfurt 3:1 führt. Der Kindergarten hören die jungen Männer natürlich nicht gerne, sind 21 Jahre alt oder 22 oder 23. Aber es sind die jungen Leute, die die Bayern jetzt mal aus dem eigenen Nachwuchs hervorgezogen oder gezaubert haben. Wie viele sind ja schon verzweifelt und haben gesagt, es hat ja gar keinen Zweck, zu den Bayern zu gehen, da kriegst du nie eine Chance. Da sind sie zum Beispiel 60 gegangen, zu einem Zweitligaverein oder wohin auch immer. Aber jetzt scheint es wirklich so zu sein, dass die Bayern nicht nur mehr 40 Millionen einkaufen wollen, sondern dass sie auch wirklich aus eigenem Repertoire erschöpft. So, Kützle und Weidemann haben sich redlich bemüht vorne, aber vorne war meist eine Mittellinie bei ihnen. Auf Wiedersehen, Ball ist weg. Ich schätze den guten Azuzi, den wir hier gesehen haben,
wird die Weltmeisterschaft mehr Spaß machen als das heutige Spiel. Er wird ja bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Bitte check. Ah, das wollte er zu zart machen, zu liebevoll. Hatte den Ball gestreichelt. Aber wenn man so frisch ins Spiel kommt, will man natürlich auch direkt nicht selbst zu zaubern beginnen. Hamann, der diesen Pass auf Valencia schlug, hat er dem Valencia aber eine Aufgabe gestellt. Da hat er ihm aber eine Aufgabe gestellt. Donnerwett. Nur kurz vor Schluss. Wieder Hamann. Beckenbauer sagte, die Burschen kann ich ruhig ins Spiel schicken, da habe ich gar keine Angst. Wir haben alle so das Nerlinger Niveau. Der Frey und der Hamann. So, und jetzt haben wir mal was. Und schon wieder unterbrochen, dieser winzige Angriff, kann man ja sagen. Pitecek will in den paar Minuten noch zeigen, dass er in die Mannschaft gehört. Oh ja. Schön getrickst, aber das, ja, wenn du Pech hast, brichst den Finger dann raus oder fällst über den Ball. Asusi. Ja, ja. Das soll wohl fein für die Gran Arbeit werden, was die Bayern jetzt machen. Alles auf 3 Quadratmeter. Lienen am Spielfeldrand dirigiert seine Oper, die inzwischen zu einem armen Schauspiel herabgesunken ist. Kreuzer hat es versucht, aber es gibt Abstoß. Dabei wollte der gute Kötzl es den Bayern doch zeigen. Es ist klar, mit Ehrgeiz ist er hier hingekommen. Früher bei den Amateuren gespielt und jetzt sieht er, wie die anderen Jungen das machen und wie der Witzelcheck schießt und wie der Hamann schießen will. Ja, tut das. Jorginho, Vitecek und Labbadia fühlen sich beide behindert, aber ja. Schiedsrichter hat nichts gesehen, mit Recht, glaube ich. Wieder hat unseren Freund Asusi getroffen. Das Schöne ist, er steht immer sehr, sehr schnell wieder auf. Jawohl. Abgehoben und aufgestanden. Tarnat, der in der zweiten Hälfte ins Team gekommen ist, hat versucht, in der ersten schon mitzuspielen.
Der Trainer hat es aber nicht zugelassen und in der zweiten konnte er nichts mehr bewegen. Dass ich so wenig über den Schiedsrichter gesagt habe, spricht für ihn und spricht auch für das Spiel. Werner Harder hat richtige Entscheidungen getroffen. Abgefälscht. Ja, war ganz gefährlich. Hat das Spiel souverän geleitet. Er ist praktisch auf einer Abschiedstournee. 46 Jahre alt. Dann sagt der DFB, es geht nicht mehr weiter, du musst aufhören. Obwohl ich finde, er in sehr guter Form ist, aber das Sache des Deutschen Fußballbundes, nicht meine. Es ist die Abschiedstournee des Herrn Harder. Jetzt der Debütant hätte beinahe sein Tor geschossen. Der junge Mann, der in der Bayern A-Jugend so viele Tore hinkriegt, beinahe hätte sein Tor gemacht. Können Sie sich vorstellen, was das für diesen Jungen gewesen wäre. Da ist er am Ball. Ja. Franz Beckenbauer ist nicht damit zufrieden, dass seine Mannschaft in der zweiten Hälfte die Züge durchschleifen lässt. Sie tut ja wirklich nur mehr das Allernötigste. Ich glaube, er hätte lieber gehabt, wenn in der zweiten Hälfte noch einmal voll durchgespielt worden wäre. Ich meine, es brauchen keine vier Tore zu fallen. Da ist der Freie, der geschossen hat. Das heißt also, die jungen Leute, die nehmen jetzt allen Mut zusammen und schießen aus allen Lagen aufs Tor, auch wenn die Schüsse nicht durchkommen. Zeigen, aber wir wollen weitermachen und weiterkämpfen. Und wir wollen das Türchen noch haben in der zweiten Hälfte. 4:0 steht es. Nerlinger, zweimal Labbadia und Valencia haben die Tore in der ersten Hälfte geschossen. Weidemann, der Gegentreffer? Nein, noch nicht. Die erste Ecke, was war das? Ein Bemühen, ich glaube, es sind jetzt so, naja, 82 Minuten haben wir gespielt, 82 Minuten rund. Und der erste Treffer. Der erste Treffer lässt immer noch auf sich warten, aber der erste Eckball. Ah, da Azouzi seine Möglichkeit. Vorsicht, aha. Helmer war der Vorsichtige. Von den Rängen kommt der Spitzname Heino. Zuschauer wissen natürlich, haben gelesen, dass er das nicht mag. Und der Ball war im Tor, oder? Was zeigt der Linienrichter an? Naius hat gekopft, ist ja bekannt für seine wunderschönen Kopfbälle. Na, mal gucken. Also ich meinte fast, na, das kann man von hier aus nicht sagen, aber meine Hand würde ich nicht dafür ins Feuer legen, dass der nicht drin war. Linienrichter stand besser, stand an der Eckfahne, hatte also eine gute Perspektive. Jetzt sehen wir es, das ist die beste Einstellung. Oh mein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, also braucht man nicht mehr zu diskutieren, aber war nah dran, wollen wir es mal so sagen. Nah drin. Das war also der Endspurt vom MSV Duisburg.
dauerte 3 Minuten und 13 Sekunden. Und Ziege. Wenn er raffiniert ist, lässt er sich fallen. Oh, da gibt es Spezialisten, wenn die so von der Seite angeschoben werden, da sind sie schon kopfüber weg. Aber Ziege hat es nicht nötig, am Stand von 4-0 schon gar nicht. Also die Kämpfereinstellung, die kämpferische der Duisburger gegen die ist in der zweiten Hälfte beim besten Willen nicht zu sagen. Die ist in Ordnung, das spielerisch wenig funktioniert. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, darf nicht wundern, nach dieser verheerenden ersten Hälfte. Und schon wieder ein Zuckerpass von Matthäus. Den Ball einfach weggeköpft, der Hamann, ein ganz listiger und guter. Ich kann Beckenbauer verstehen, dass er im Augenblick gar keinen Kummer hat mit seinen jungen Leuten. Jorginho. Ich habe gehört, die Duisburger sind mit dem Bus gekommen, haben in Unterhaching gewohnt. Sie werden mit dem Bus zurückfahren. Es wird eine lange Rückfahrt geben. Sie werden sicher viel miteinander reden, schon unterwegs mal über das eine oder andere, was sie da erlebt haben. Und sagen, schrauben wir unsere Erwartungen in diesem Jahr ein bisschen zurück. UEFA-Pokalplatz wäre ganz toll für diese Mannschaft der Namenlosen, kann man ja sagen. Die meisten spielen ja wirklich in einer Mannschaft, bei der man gar nicht merkt, wenn der eine oder der andere fehlt. Es sind noch 2 Minuten zu spielen, noch 2 Minuten beim Stande von 4-0 für Bayern München. Die Bayern haben uns alles auf einmal geboten, alles in der ersten Hälfte. Wie gesagt, was wir hinter uns haben, haben wir hinter uns. Dann haben sie uns gezeigt, wie man im Training Fußball spielt, ohne viel Kraftaufwand, immer mit einem Blick auf die Stadionuhr. Valencia amüsiert sich noch bei einem Sololauf. So, und da ist sicher die letzte größere Spielunterbrechung. Ich muss mal gucken, wer da zu Boden gegangen ist. Ist wieder unser Freund Azusi. Das ist aber auch ein Pechvogel am heutigen Tag. Kaum steht er, liegt er wieder. Wahrscheinlich steckt ihm noch das Länderspiel in den Knochen, die Reise. Mich hat eigentlich gewundert, dass Lienen diesen feinen Techniker die Mannschaft genommen hat am heutigen Tag. Er sei sehr sensibel, habe ich immer gehört, sei großen Strapazen nicht zugeneigt.
Und da wäre es vielleicht gewesen, eine Kämpfernatur wie Neihus oder sofort zu bringen. Aber hinterher ist man immer klüger, wenn und aber und hätte und können. Diese Bayern-Mannschaft, so meine ich mit Sicherheit, haben die Duisburger an diesem Tag nie gefährden können, in keiner Sekunde, schon in dem Augenblick, als sie den Rasen betraten. Denn sie waren ängstlich, sie waren verkrampft, sie waren nicht frei. Sie haben nicht dieses freche Spiel gezeigt, das sie sonst hier so oft demonstriert haben. Zwar nicht auf dem Münchner Rasen, aber in vielen anderen Städten der Bundesliga. Für die Duisburger passiert gar nichts. Sie haben 2 Punkte verloren, sind nicht mehr an der Tabellenspitze, fühlen sie sich am Platz tiefer auch recht wohl. Stehen vor vielen, vielen Mannschaften, die Millionen und Abermillionen ausgegeben haben. Und können wirklich in Ruhe der nächsten Bundesliga-Begegnung entgegensehen. Für die Münchner natürlich ein Riesenaufwind. Jetzt sind sie endlich an der Spitze. Das, was sie sich lange ersehnt haben, ist wahr geworden. Franz Beckenbauer hat es ihnen prophezeit. Und er hat es ihnen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag jeden Morgen gesagt. Am Samstag um 17.15 Uhr stehen wir, die Münchner Bayern, an der Tabellenspitze und sonst keiner. Und dass sie den Kaiser alle verehren und ihm glauben, haben sie auch alles dazu getan, dass sie wirklich dorthin kommen. Ja, das sind Einlagen, die den Gegner fast demoralisieren, aber der Schlusspfiff ist da. Schiedsrichter hat ein gutes Spiel geleitet. Sie haben eine gute erste Hälfte der Bayern gesehen, ein Trainingsspiel in der zweiten. 4:0 ist ein Sieg, der genau in dieser Höhenordnung geht. Und wenn Sie mich fragen, hätte 6:0 gestanden, wir hätten auch nicht mit dem Kopf nicken können. Danke fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie die Premiere wieder einmal 90 Minuten lang erlebt haben. Und ich freue mich, dass unsere Reporter nun am Spielfeld gleich Ihnen die neuesten weiteren Informationen geben können. Tschüss, bis bald. Mit den neuesten Gesichtern. Alle haben gedacht, naja, mal gucken, wenn der Franz jetzt noch rauszaubert. Und dann kam Didi Dietmar-Hamann. Ja, es ist schön, beim Erich Ribbeck haben die jungen Spieler fast keine Chance bekommen. Und es ist natürlich schön, jetzt, wenn man unter Franz Beckenbauer spielen kann, wenn man in der Profimannschaft zeigen kann, was man drauf hat. Und man sieht ja mit dem Dieter Frey, dass wir ohne weiteres damit spielen können. Ich meine, ich bin ja nun schon eine andere Generation als Sie mit meinen 30. Und ich bewundere Franz Beckenbauer auch bis zum geht nicht mehr. Das muss ja für Sie dann als Spieler, ja. Ja, ist wahrscheinlich das Größte, unter Franz Beckenbauer als Trainer zu spielen. Und der Erfolg gibt ihm recht jetzt bisher. Bleibt Bayern jetzt oben? Ja, ich glaube, jetzt sind wir ein Punkt vorn. Und mit dem Spiel heute in der ersten Halbzeit haben wir super Fußball gespielt. Und ich glaube, dass wir jetzt halt, auf dem Weg zur Meisterschaft sind. Ein paar Worte noch zu Ihnen. Die jungen Damen, die jetzt alle vor dem Monitor sitzen, vom Fernseher sitzen, sind sie noch zu haben? Ja. Wunderbar, er ist noch zu haben. Telefonnummer gibt es beim FC Bayern. Danke, Didi. Rashid Assouzi, das ist wahrscheinlich so ein Spiel, wo man am liebsten in der Halbzeit in der Kabine bleibt und gar nicht mehr rauskommt. Ja, sagen schon, das ist richtig. Wir waren in der ersten halben Stunde waren wir einfach nicht aggressiv genug. Die Bayern waren aggressiver, läuferisch stärker und haben dadurch das Spiel bestimmt. Und machen natürlich nachher durch Standardsituationen Tore, die eigentlich nicht passieren dürfen. Sie haben eine harte Woche hinter sich, haben Länderspiel gemacht. Steckt Ihnen das heute noch ein bisschen in den Knochen? Ja, das Länderspiel steckt mir in den Knochen, obwohl ich ja nur eine Halbzeit gespielt habe, extra wegen diesem Spitzenspiel hier. Dann macht uns doch die Grippe zu schaffen. Wir sind 4-5 Mal in die Grippe hatten, aber ist alles keine Entschuldigung. Wir haben halt in der ersten halben Stunde zu wenig entgegengesetzt. Und es war praktisch in der ersten Halbzeit schon verloren, das Spiel. Nein, such doch kurz, wie lief das in der Kabine ab? Was hat denn Evalin gesagt, als sie reingekommen sind? Nach einem 0-4? Ja, wir sollten halt nicht aufgeben und so tun, als ob es noch 0-0 steht in der zweiten Halbzeit und halt mehr riskieren. Wir mussten halt auf Schadensbegrenzung, so kann man sagen, spielen in der zweiten Halbzeit. Ist jetzt so ein bisschen noch der Druck weg? Als Tabellenführer hier hingekommen, jetzt ist man wieder ein bisschen mehr zurückgefallen und man hat jetzt auch nicht mehr den Druck, unbedingt gejagt zu werden. Ach, so habe ich es eigentlich nicht gesehen. Wir haben bisher super gespielt mit der Mannschaft und Druck als Spitzenreiter. Natürlich war es für die Leute in Duisburg schön, dass wir an erster Stelle waren. Und wir wollen natürlich halt auch weiter vorne mitspielen.
und halt gegen Wattenscheid schon das nächste Spiel anpacken und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Dankeschön, Rashid Assouzi, Christian Sprenger macht weiter. Mit einem der Matchwinner behaupte ich jetzt einfach, Sie haben ein Riesenspiel gemacht, Dieter Frey. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Matchwinner würde ich auf keinen Fall sagen. Ich muss sagen, wir haben in der ersten Halbzeit die ganze Mannschaft wirklich toll Fußball gespielt. Wir haben 4 Tore gemacht, sind gegen Tabellenführer mit 4-0 in Führung gegangen. Und wenn die Mannschaft so gut spielt, dann fällt es einem Neuling wie mir, mein zweites Bundesligaspiel gemacht hat, natürlich auch viel, viel leichter. Nun schieben Sie Ihr Licht mal nicht so unter den Teppich. Das war schon hervorragend. Das haben alle gesagt, das hat Markus Schupp gesagt, der für Sie draußen war. Wie geht's jetzt weiter mit Ihnen? Vergangene Woche für Jorginho dabei, diesmal für den Markus halt. Ja, der Markus ist nächste Woche wieder frei. Ich nehme an, dass er wieder spielen wird. Ich hau mir im Training die Woche voll rein und dann lassen wir überraschen, was nächsten Samstag ist. Aber trotzdem, es war trotzdem eine Riesenleistung. Das müssen Sie mir jetzt zugeben. Ja, wenn Sie das sagen, wird es schon so sein. Vorher hören wir nicht auf. Sie haben es ja gerade auch schon gemerkt. Ist bestimmt auch sehr schön, wenn jetzt plötzlich alle Kollegen kommen, Interviews wollen. Bleibt man denn, kann man denn auf dem Boden bleiben oder droht jetzt so die Gefahr des Abhebens? Nee, ich muss sagen, also ich bin überhaupt nicht der Typ dazu, der irgendwie abhebt. Ich freue mich, dass ich heute ein gutes Fußballspiel gemacht habe. Es war jetzt mein zweites Bundesligaspiel und ich glaube, es ist kein Grund dazu, da abzuheben. Ich habe eben den Didi Hamann schon gefragt, ob er noch zu haben ist. Er ist noch zu haben für all die jungen Damen am Bildschirm bei Premiere. Sie auch noch oder sind Sie vergeben? Nee, ich bin nicht mehr zu haben. Wunderbar, wissen wir es auch. Tom Bender ist auch vergeben, danke. So ist es und wahrscheinlich Hannes Reinmeier auch. 0-4, da kann man sich nicht freuen nach so einem Spiel. Wann ist das Spiel eigentlich verloren worden? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, nach 6 Minuten war das Ding abgehakt. Es war eigentlich schon in den ersten 2 Minuten abgehakt. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gegangen, so wie wir es normal tun. Und da können wir eher gegen Bayern überhaupt nichts gewinnen. Und hatte man das Gefühl in der Woche, dass euch das gar nichts ausmacht, hier nach München zu fahren? Alles war locker, ihr habt gesagt, das ist ein ganz normales Spiel. Und dann war doch ein bisschen mehr Respekt da. Nein, nicht Respekt. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen in den ersten 5 Minuten und sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Deswegen haben wir das Spiel verloren. Wenn ihr verliert, verliert ihr richtig. Ich habe mal nachgeguckt, wenn, dann gibt es immer direkt eine richtige Klatsche. Ja, wir müssen uns da auswärts, wir sind eigentlich nur zu grün, glaube ich, dass wir hier besser gegen so einen Gegner besser bestehen können. Danke, Hannes Reinmeier. Und bei mir ist auch Jürgen Rollmann. Jürgen Rollmann, nach einer Klatsche gab es meistens immer direkt im nächsten Spiel einen Sieg. Das gehe ich von aus, gegen Wattenscheid gibt es dann auch 2 Punkte am nächsten Freitag. Ja, also gegen diese Serie hätte ich nichts einzuwenden, wenn sie sich so fortsetzt, ja. War nicht Ihr Tag heute bei den 4 Toren, sahen Sie zumindest beim ersten nicht gerade glücklich aus? Ja, aber beim ersten, wenn ich mich richtig erinnere, da drehen sich 2 Mann von uns, glaube ich, weg. Den Ball habe ich also überhaupt nicht gesehen. Der war da und da war er drin. Letztlich kann man als Torwart bei Toren selten gut aussehen und von daher müssen wir es einfach so akzeptieren. Man hatte so ein bisschen das Gefühl nach dem 1-0, da war große Unsicherheit in der Abwehr und keiner wusste so richtig, für was er zuständig war. War da nicht alles klar verteilt? Ja, eingeteilt haben wir eigentlich sehr viel vor dem Spiel. Aber wir sind eben noch nicht die Mannschaft, die so gefestigt ist. Wir spielen erst vielleicht auch ein Dreivierteljahr zusammen, die solche Sachen da wegstecken kann. Wir haben dieses Phänomen schon 2-mal gehabt, in Karlsruhe, auch in Stuttgart und in Mönchengladbach, dass also nach einem Tor relativ schnell alles zusammengebrochen ist. Danke Jürgen Rollmann, dass Sie sich auch nach der Niederlage gestellt haben und Christian Sprenger macht nochmal weiter. Ihr könnt euch gerne beide weiter unterhalten, die Kamera läuft nur jetzt mit, nur damit ihr es wisst. Mehmet, Sie hätten das wahrscheinlich auch nie gedacht, dass Sie irgendwann mal hier auf dem Rasen stehen als erfahrener Spieler, als einer der Ältesten. Ja, ist schon witzig, wir haben wirklich eine Verjüngungskur, das ist unglaublich, da spielen. Also ich bin mit 23 schon in der Mitte von der Mannschaft vom Alter her und das ist schon was Besonderes. Immerhin noch alt genug, um den MSV Duisburg heute richtig platt zu bügeln. Ja, ich denke, das ist der richtige Ausdruck, weil was die mit uns halt gemacht haben, das war schon ein bisschen blamabel für uns. Vor allen Dingen, wie sie es gemacht haben, die haben die Zweikämpfe alle gewonnen, die waren aggressiv, haben uns ein paar schön auf die Knochen geschlagen, wir haben uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und das Ergebnis spricht dann für sich. Ja. Ich meine, Sie können jetzt froh sein, Sie haben jetzt weniger Druck, der Druck lastet jetzt wieder bei den Bayern. Weil alle sagen, okay, die müssen vorne dranbleiben. Ja gut, ich meine, wir sind da nicht hierher gefahren und wollten da, klar wollten wir Spitzenreiter bleiben, aber Bayern München gehört da oben hin und nicht der MSV Duisburg. Wir müssen gucken, dass wir jetzt da die 3 Punkte holen, auch wenn es immer wieder beschissen anhört. Man hat heute wieder gesehen, es fehlt noch einiges, um da oben mitzuspielen und vielleicht ist sogar UEFA Cup Platz zu früh. Mehmet, zur 70. ausgewechselt, der Kaiser hat gesagt, Sie haben super gespielt, trotzdem musstest du raus. Das Arbeitsprotokoll dieser 70 Minuten haben wir da. Und zwar sieht es im Vergleich mit Peter Kötzle so aus. Ja, Peter, Sie sind viel gelaufen, aber es ist auch relativ dumm gelaufen heute. Ja,
was soll ich dazu sagen? Ich meine, viel gelaufen, aber blöd gelaufen und es ist nichts dabei rausgekommen. Also ich hätte mir das halt sparen können, glaube ich. Und der Mehmet, der ist sogar noch 600 Meter weniger gerannt. Ja gut, ich bin auch 20 Minuten früher raus. Nee, das ist nur bis zur 70. Keine Ausreden hier. Keine Ausreden? Ja aber gut, dann bin ich... Erst angefangen zum Laufen. Also da bin ich vielleicht ein bisschen faul geworden, ja. Okay, meine Herren, vielen Dank. Okay, ciao. Mehmet Schütze. Hey, mach's gut. Ich mach's nicht. So, wir haben die... Im Ministudio, jetzt sind wir im Ministudio. Herzlich willkommen bei der Trainer Ewald Lien und Franz Beckenbauer. Herzlichen Glückwunsch, der Form halber, zur Tabellenführung 4:0 gegen den MSV. War es denn über die gesamte Spielzeit für Sie so meisterlich heute? Erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Wir haben genau das getan, was wir wollten. Wir sind raus, haben sehr aggressiv gespielt, die Zweikämpfe gewonnen. Und es ist halt eine alte Weisheit, wenn man die Zweikämpfe gewinnt, dann wird man letztlich auch als Sieger vom Platz gehen. Dass natürlich dann die Torfolge recht günstig für uns war, zur Pause 4:0 zu führen, das ist natürlich ein Traum eines jeden Trainers. Ich glaube auch, dass die Führung verdient war, vielleicht sicherlich 4:0 ein bisschen hoch, aber wie es ja dann so oft im Fußball ist, wenn man 4:0 führt, dann, ja, dann ist man nicht mehr so konzentriert und zweite Halbzeit. Wir haben dann, glaube ich, recht ordentlich gespielt. Wir haben den Ball laufen lassen und den Gegner laufen lassen, das wollten wir auch, aber wir waren dann im Abschluss nicht mehr konzentriert genug. Aber ich glaube, das 4:0, das reicht auch. Ewald Lien, deprimiert? Ja, natürlich bin ich enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben uns natürlich wesentlich mehr hier vorgenommen. Wir wollten viel aggressiver in die Zweikämpfe gehen. Das haben wir versäumt. Ich habe für meine Spieler davor gewarnt, dass die Bayern sicherlich in der ersten halben Stunde ein ganz, ganz anderes Abwehrverhalten zeigen werden, als die zum Teil jungen Spieler das in der Vergangenheit öfters getan haben. Leider hat das nichts gefruchtet. Die Bayern sind sehr rustikal zur Sache gegangen, aber das ist die Gangart, die heutzutage im nationalen und internationalen Geschäft in der Tagesordnung ist. Ich hätte mir gewünscht, dass der Schiedsrichter uns ein bisschen geschützt hätte, aber das war nicht der Fall. Und wenn der Schiedsrichter einen nicht schützt, dann muss man selber zur Sache gehen. Genau so ist es. Vielleicht ist es für den Fußball, für unseren Fußball nicht das Schönste, aber so ist es heutzutage. Und wir können national uns nicht dahinter verstecken. Und insofern waren wir zweiter Sieger. Die haben uns aggressiv, zweikampfmäßig ganz klar beherrscht. Und dann haben wir auch zugeguckt, wie sie die Tore geschossen haben. Dann war das Spiel vorbei. Gefällt mir gut, wie Sie das positiv verkaufen. Zweiter Sieger. Habe ich Spaß. Wir schauen mal ganz kurz auf die Endergebnisse der anderen Konkurrenten, so Mönchengladbach, Freiburg 1 beide, Köln, Leverkusen 1:1 und das, Franz, Frankfurt, Schalke 1:3, das gefällt Ihnen, so denke ich. Kaiserslautern hat auch einen Punkt gelassen gegen Karlsruhe, Hamburg gegen Dresden 1:1, die Dresdner waren sogar in Führung gegangen. Weil wir nicht mal allzu viel Zeit haben hier, wollen wir auch gleich auf die Tabelle schauen zunächst noch, haben wir noch ein paar Ergebnisse aus der zweiten Liga ohnehin. Mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer, das interessiert Sie aber nicht, Franz Beckenbauer. Wichtig ist für Sie, dass Sie am Ende der Saison oben stehen. Ja, das habe ich auch immer wieder betont, weil jetzt in dieser Woche immer von der Tabellenführung die Rede war. Meine Meinung war, Tabellenführung interessiert mich am 34. Spieltag. Jetzt nicht, wir wollen jetzt jedes Spiel gewinnen. Wenn dabei die Tabellenführung rausschaut, dann nehmen wir das gerne an. Und Sie spielen fleißig weiter gegen den Abstieg, Ewald Lien. Und bei uns ist genau das gleiche. Uns interessiert die Tabellenführung auch erst am letzten Spieltag. Gut, na gut. Spielen jetzt um die Meisterschaft. Wir schauen auf die zweite Hälfte der Tabelle. Leipzig bleibt Tabellenletzter. Und jetzt haben wir noch ein paar Ergebnisse aus der zweiten Liga. Schauen wir uns auch noch schnell an. Wolfsburg, Köln, alles abgesagt worden. Haben wir zwei Ergebnisse, suchen wir uns raus. Kickers gegen Saarbrücken, 2 beide. Und das müsste heißen, TB verliert zu Hause gegen Hannover mit 1:2. So, und jetzt wie angekündigt, schauen wir uns nochmal die besten Szenen des Spiels an und kommentieren gemeinsam die Tore der ersten Halbzeit und dann die Chancen der zweiten Halbzeit. Es begann in der 5. Minute. Standardsituation. Heute das Problem bei Ihnen, Ewald Lien. Ja, das ist richtig. Das ist unser Problem schon die gesamte Saison und wir hatten gehofft, das in den letzten Wochen in den Griff bekommen zu haben. Haben viel daran gearbeitet und trainiert, aber heute ist es wieder unsere Achillesferse gewesen. Ganz eindeutig. So ein Tor darf normalerweise nicht fallen. Achtes Saisontor von Christian Erlinger, Franz Beckenbauer. Dann diese Kombination, super gemacht, die Vorarbeit von Frey, jetzt der Pass von Scholl und Valencia. Ja, sind verrückt geworden auf der Bank. Ja, natürlich, da muss er schneller abschließen. Aber er hat ja die letzten Monate hat er nicht gespielt, er hängt noch ein bisschen nach. Aber er hat dann schon Ansätze gezeigt, dass er doch was kann, dass er nicht zu Unrecht verpflichtet wurde. Er ist ein kolumbianischer Nationalspieler. Ich glaube, wir kriegen ihn hin. Er macht auch jetzt ein bisschen einen lebendigeren Eindruck.
Ich hoffe es zumindest. Er ist ein sympathischer, netter Bursche. Er hat jetzt auf jeden Fall verdient. 35. Minute, Vorarbeit Ziege. Unglückliche Situation. Das 2:0 und endlich hat Labbadia mal wieder das Tor getroffen. Gleich weiter geht es in der 37. Minute. Standardsituation. Schon wieder das Problem angesprochen. Und in diesem Fall macht Labbadia alles richtig, löst sich zum richtigen Zeitpunkt von seinem Gegenspieler. Und schon fast deprimierend die Duisburger Spieler Ewald Lien. Ja, es ist so, wenn man im normalen Spielverlauf diese Aggressivität im Zweikampf nicht hat, dann hat man es auch bei Standardsituationen auch nicht. Mhm. Man muss einfach am Gegenspieler kleben, man muss die Innenbahn haben, man muss versuchen, vor ihm an den Ball zu kommen oder ihn nicht dranzukommen und drankommen zu lassen. Das ist einfach versäumt worden und deswegen kriegen wir die Dinger rein. Genau wie hier jetzt. Genau das Gleiche. Ich muss sagen, ich habe eigentlich die Duisburger als Beispiel hingestellt in der Besprechung, weil mir ihre Entschlossenheit so gut gefallen hat, gerade in Zweikämpfen, weil da haben wir unsere Probleme. Wir üben zwar im Training fleißig Standardsituationen, aber es kommt nichts raus dabei. Also heute muss ich das ein bisschen korrigieren, aber ich habe ihm gesagt, schaut euch den MSV Duisburg an, die gehen da viel entschlossener in die Zweikämpfe und auch entschlossener, was das Ballfordern anbelangt. Jetzt die 57. Entschuldigung Franz, Kopfball von Valencia nach der Flanke von Jorginho. Ein guter Kopfballspieler. Wir hatten gerade eine gute Fachdiskussion. Da hätte man richtig, ja, ich wollte nur die Zähne nicht dran vorbeilaufen lassen. Vielleicht darf ich was dazu sagen. Bitte, das ist genau richtig. Wir haben in dieser Saison schon einige Male Lehrgeld bezahlt mit hohen Niederlagen, so wie heute auch. Und jedes Mal war es dann der Fall, dass wir das Zweikampfverhalten, was uns normalerweise auszeichnet, eben nicht an den Tag gelegt haben. Und wenn wir das nicht zeigen, dann sind wir nur eine mittelklassige Mannschaft, weil wir eben keine Überfußballer sind, sondern wir müssen vom Zweikampfverhalten her kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir zweiter Sieger. Und das war ein klares Tor, so wie ich mir habe sagen lassen. Wir sehen die Zeitlupe, das ist schwer zu erkennen. Doch, war von der Seite. Ich würde aber auch sagen, von der Seite her, Franz, was meinen Sie? Ja, könnte sein, ja, dass er drin war. Auf Sat 1 haben wir es gesagt, war klar drin, aber das hätte uns auch nicht weitergeholfen. Ja, das ist einer der Ewald. Ja, das muss man mal sagen. Na, aber ist okay, wir haben ja die gleichen Bilder. Wir liefern übrigens auch die Bilder für Sat 1 und dank unserer Kameras kann Sat 1 das auflösen, ebenso wie wir das können. Der Franz hat gesagt, ein Ehrentor wäre allemal verdient gewesen, keine Frage. Was machen wir mit Dieter Frey? Nächste Woche ist der Schub wieder spielberechtigt. Den können Sie ja gar nicht rauslassen, so wie der gespielt hat heute. Ja, das ist richtig. Was ich mache, weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt dann noch eine Woche Zeit, um uns da Gedanken zu machen. Es passiert so viel. Wir wissen, wir haben ja gesehen, der Michael Sternkopf spielt eine hervorragende Partie letzten Samstag in Leipzig und plötzlich wird er verletzt im Training und wird wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen zuschauen. Also ich lege mich da bis jetzt noch nicht fest, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass dann in der Woche meistens irgendwas passiert, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber da mache ich mir heute noch keine Gedanken. Er wird auf jeden Fall dabei sein, das steht sicher. Wir schauen ganz kurz auf die Statistik des Spiels. Ewald Lienen, Aufschlüsse für Sie dabei? Ja, man sieht es, Fouls 26 bei Bayern, bei uns 13. Aber von den 13, da waren 10 harmlose dabei, sage ich mal, wo man keinen Blumenpott mit gewinnen kann. Und ansonsten drückt das natürlich schon aus, dass wir kaum Möglichkeiten hatten, uns in der Offensive durchzusetzen. 5 Eckbälle, 7 Torschüsse. Ich habe insgesamt 2 Chancen für uns gezählt. Unser ganzer Offensivbereich war von Anfang an nicht im Bilde und hat sich den Schneid abkaufen lassen. Wir hatten keine Entlastung. Weidemann, Kötzle, die normalerweise eine Bank für uns sind, der Peter Kötzle, der die gesamte Woche über wie ein, verfolgt worden ist auf Schritt und Tritt. Und das ist für ihn natürlich eine neue Situation. Wir hatten in der Hinrunde schon Probleme damit und es hat sich heute gezeigt, dass er nervlich dieser Situation einfach nicht gewachsen war. Ich habe versucht, das abzuschotten, aber unsere Medien heutzutage, die muss man schon totschlagen, wenn man sie aus dem Wohnzimmer haben will. Das geht halt nicht. Die Psyche, Ewald Lien, eine Frage. Stimmt es mit der Moral in der Mannschaft, nächste Woche gegen Wattenscheid, das negative Erlebnis Bayern gleich wieder zu streichen und weiterzumachen? Naja gut, wir sind darauf angewiesen und das ist etwas, was man im Leben immer machen muss und im Sport insbesondere. Man lebt von Samstag zu Samstag und wenn es uns nicht gelingt, Misserfolge auf dem Weg zu einer Saisonleistung zu verarbeiten, dann geht es eh nicht weiter. Es gibt für mich kein Versagen, es gibt keinen Misserfolg, die Mannschaft hat für mich nicht versagt, sondern wir haben nur ein Resultat produziert, aus dem wir versuchen, für das nächste Spiel zu lernen. Das ist das Entscheidende für mich. Wir wissen genau, warum wir heute verloren haben und daran werden wir versuchen anzuknüpfen und es das nächste Mal besser zu machen. Ich bedanke mich herzlich bei Franz Beckenbauer, bei Ewald Lien. Jetzt geht es zur Pressekonferenz. Ja. Bitte schlagen Sie keine Journalisten, Ewald Lien. Schönen Dank. Ich bin nicht mal da drin.